Einen wunderschönen Samstagmorgen da draußen und herzlich willkommen zu unserem allerersten Mal. Laser Game werden wir übertragen und das Ganze live auf Twitch von der U in Dortmund. Neben mir dabei habe ich den netten Paul. Servus. Oder auch als G-X-Shock. G-Shock, einfach nur G-Shock. G-Shock, genau. Als G-Shock bekannt, kennt man vielleicht auch aus der StarCraft 2-Szene. Und wir werden zusammen jetzt Laser Game kommentieren. Wir haben unser erstes Spiel des heutigen Tages. Und zwar Laser Game Dortmund gegen Techno Forever Players. Das heißt, der Internet-Radiosender gegen die Profis. Und die Spieler machen sich ja auch schon gerade direkt bereit. Ja, die sind hier schon so ein bisschen in der Vorbereitungsphase, sind schon Weichen dabei. Ja, und Laser Game Dortmund, die haben wir gestern schon so ein bisschen spielen sehen und die haben es schon ganz gut drauf, muss ich sagen. Also einiges, was sie da auf dem Kasten haben. Ich bin mal gespannt, wie sie hier antreten gegen T4i. Du hast gesagt, du hast dich schon mal gehört als Radiosender vorher? Ja, eine ganze Weile her, da habe ich das regelmäßig gehört, Techno Forever. Und Laser Game Dortmund dürfte hier definitiv der Favorit sein. Ich denke schon. Haben auch ein sehr junges Line-Up mit einer Nasty beispielsweise, die ist gerade mal 17 Jahre jung, aber die hat gestern alle nass gemacht. Von den Techno Forever Players, da haben wir vorhin schon gehört, die haben noch nie gespielt. Trotzdem das ist der Bilbo gerade im Bild, ja. Genau, also wir sehen, die Spieler machen sich bereit. Wir sehen in der linken Ecke in grün Techno Forever Players mit Bilbo, Hardfrequenzer und Iron Doom. Und auf der anderen Seite, da haben wir das gelbe Team und da ist schon Nasty, die versteckt sich hier schon gerade ran. Genau, so Nasty, Simatec und Teddy. Und hier haben wir das Feld. Und dann geht es auch jede Sekunde los mit unserem allerersten Laser-Game-Spiel live von der U in Dortmund. Ja, ich glaube, ich habe vorhin vernommen, dass T4i noch nie gespielt hat, Laser-Game. Ja. Mal gucken, wie sie starten. Da ist schon das Startziel. Und steckt schon rein. Mal gucken, was jetzt losgeht. Ja, das hätten sie vielleicht vorher machen können, denn das gelbe Team rennt auf jeden Fall schon los. Also nicht ganz so koordiniert. Hier haben wir jetzt die Live-Punkte natürlich mit drin. Techno Forever Players in grün und Laser-Game Dortmund in gelb. Ja, schön gerade auch ins Cover gestiegen. Hier von Nils, aka Teddy. Genau. So, jetzt haben wir Bilbo. Suchdeckung. Aber man muss natürlich aufpassen, wenn hier der Kopf nach oben kommt, dann ist er getroffen, beziehungsweise kann er getroffen werden. Man sieht es immer wieder, wenn dieses Stirnband aufblinkt. Ja, und er ist jetzt schon raus, der ist jetzt schon raus. Wow, das Mann, ging schnell. Das ging extrem schnell. Also wenn die so leuchten wie ein Weihnachtsbaum, das heißt, sie sind getroffen. Und wenn sie dauerhaft leuchten, dann sind sie schon raus aus dem Spiel, müssen zurück zum Respawn. Und genau das haben wir jetzt hier gerade bei Bilbo gesehen. Muss jetzt hier zum Eingang zurücklaufen. Genau, also wir sehen gerade, unten passt das jetzt noch nicht ganz von den Farben her zwar, aber man kann es natürlich erkennen, das, das gelbe Team momentan ganz klar vorne, wunderschön hier die Zoning und ich glaube, der kriegt gar nicht mit, dass er raus ist, der leuchtet hier wie so ein Christbaumkugel, muss auf jeden Fall zurück, wundert sich jetzt, dass er nicht feuern kann und Laser Game Dortmund momentan einfach ein wunderbares Spiel, also sie stehen beherrschend sehr weit vorne und haben hier komplett die Region im Griff aktuell. Ja, man kann es auch gerade sehr schön sehen, wie sie sich da gut verteilen, haben zwei Spieler vorne, die so im mittleren stehen. Ja, und hier müssen alle grünen Spieler zurückrennen. Also, ja, die werden gerade ganz schön dominiert. Ja, genau. Das Game Team rückt jetzt nochmal gut vor. Sie haben einen Spieler, der hinten deckt, eine Deckungsfolge, und die anderen beiden vorrücken. Das machen sie sehr, sehr methodisch, sehr gut ausgearbeitet. Ja, man sieht den Lauf noch viel, viel lockerer. Die kennen das natürlich auch schon, wie sie hier jetzt langlaufen. Im Prinzip dann der Teddy. Hat natürlich eine Menge Trefferfläche, zwar aber trotzdem alles sehr gut unter Kontrolle. Wichtig ist in diesem Spiel auch der Teamzusammenhalt, dass man sich da gut abspricht, wer steht hinter welchem Ziel. Weil wenn man erst gucken muss, dann hat man schon die ersten Treffer kassiert. Ja, die machen das gerade so als Dreierlinie und oh ja, wieder schön getroffen hier. Das Problem ist halt an diesen Doritos, also diesen dreieckigen Hindernissen, da reflektiert es nicht sehr, sehr stark. Das heißt, du musst extrem tief runtertauchen, um dich da wirklich auch in Deckung zu begeben. Genau, so, jetzt sehen wir den Martin da im Einsatz, der steht ganz gut in der Deckung. Zieht sich jetzt ein bisschen zurück, denn das Problem, wenn man zu offensiv steht, ist, der Lauf wiegt natürlich weiter, sollte man dann getroffen werden und meistens hat man dann auch nicht mehr die meisten Lebenspunkte. Das heißt, immer nur den Spawning Point kämpfen ist auch nicht ganz so optimal. Da vorne sehen wir Nasty und jetzt komplett, das ist Körpereinsatz, so wollen wir das natürlich sehen. Einfach da oben raufgestiegen. Ganz, ganz clever gemacht. Es gibt natürlich auch ein bisschen mehr Fläche, aber du kommst dann aus dem Winkel, wo keiner damit rechnet. Da muss er zurück, die Nasty. Ist abgeschossen worden. Trotzdem natürlich, die Differenz könnte größer nicht sein. Warum das nicht 100 ergibt, liegt auch einfach daran, dass Friendly Fire aktiviert ist. Und dann zieht das natürlich doppelt Punkte ab. Deswegen sehen wir jetzt gerade T4 Players zurück. Wie gesagt, mit den Farben, das
wird sicherlich gleich noch geändert, aber damit ihr das Ganze seht, klar, Laser Game Dortmund hat die Nase vorne. Schau mal, da steigt er über das Hindernis. Jetzt ja, da gibt sich auch was ab hier. Ja. Er kann aber noch nicht so richtig den Winkel finden. Also er versucht immer wieder rauszukommen, aber sie haben wirklich gerade einen sehr, sehr guten Nackengriff hier auf die Spieler in Grün. Genau. Das ist einfach gut in ihr, wie die das machen. Richtig, das Hindernis finde ich jetzt selber ein bisschen kompliziert. Man sieht immer die Beine, man sieht also immer sofort, wo du hingehst oder von wo du schießen wirst. Trotzdem natürlich ist hier die Deckung einfach entscheidend, vor allem für den Kopf, wo die Sensoren angebracht sind. Das ist 360 Grad möglich. Wenn man jetzt Lust bekommt, man kann das auf jeden Fall spielen in Deutschland, lasergame.de. Jetzt sehen wir, da muss er wieder zurück, der Sematec. Ja, geht es direkt an Respawn, hat auch schon die Respawn-Zeit ab und kann direkt wieder loslaufen. Versucht jetzt hier über die rechte Flanke ranzukommen und da stellt er sich wieder oben auf diese Balustrade und kriegt dadurch einen super guten Winkel hin. Und jetzt seht ihr schon, oh Mann, der setzt sich da wirklich voll ein mit. Nasty auf der linken Seite versucht rumzukommen. Er hat so ein bisschen was von Tiger Enten Club, muss man sagen. So gelb gegen grün, jetzt auf der Mauer, auf der Lauer. Ja, Nutzer, ich hatte ihn gerade gesehen, spielt erst beziehungsweise gar nicht gesehen und jetzt wird er von hinten angegangen und ist raus und er hat gar nicht gemerkt, dass er raus ist, dass er hier getroffen wird. Und dabei muss man ja sagen, diese Guns, die geben immer wieder auch so ein elektronisches Signal von sich. Ja genau, also du hast natürlich dieses Leuchten am Kopf, da siehst du, okay, ich habe den anderen getroffen, aber du hast auch die Guns selber, macht das so ein Ouch-Geräusch quasi. Früher war das ein Doe-Geräusch vom Homer Simpson. Oh, guck mal, Nasty geht da ran, oh, das war der Face-Check. Schön scheut gemacht. Hier gar keine Berührung, aber nimmt einen raus, wird dann aber selber abgeschossen. Das ist, wenn man hier so offensiv reingeht, jetzt muss sie den ganzen Weg zurücklaufen. Natürlich, das geht so ein bisschen auch auf die Pumpe. Ja klar, Teddy hat es jetzt auch gleich rausgenommen. Also es wäre jetzt gerade die Chance hier fürs grüne Team, mal endlich rauszukommen, endlich ein bisschen ins Feld reinzudrücken und ein bisschen Raum frei zu machen. Das machen sie auch, aber sie sind da deutlich langsamer, denen fehlt die Routine. Und jetzt ist das Team auch wieder bereit, können wieder aufs Feld rausmarschieren. Und das auch wieder in dieser Dreierkette. Einfach so von vorne haben sie halt diese, ja, wie so ein V laufen sie davor. Haben zwei Leute, die von den Flanken gehen, einen, der ein bisschen weiter hinten steht. Das machen sie richtig gut. Vollkommen richtig. Also steht jetzt immer, oh, da wird er getroffen. Und jetzt muss man aufpassen, dieses Blätterhindernis ist durchlässig. Man kann da durchschießen. Natürlich, so durchsehen ist nicht ganz so einfach, logischerweise. Ja. Man hat einen Vorteil, wenn man da hinten ist, weil nur 60% der Schüsse des Gegners durchkommen, aber 100% der eigenen. Trotzdem natürlich ist man da nicht so sicher wie hinter so einem... Oh, da kommt er vorgefresht. Wieder der Face-Check. Aber sehr spät merkt das hier gar nicht. Ja, das ist diese Koordination. Da müssen natürlich die Teammitglieder mit helfen und dann... Sag mal aus, als wenn er den Kameramann abgeschossen hat. Also so richtig haben sie es, glaube ich, noch nicht gereilt hier, unser grünes Team. Also lasst euch unten nicht von der Punkteanzahl abschrecken. Es ist momentan gedreht, würde ich mal glatt behaupten. Also sonst sollte mich das doch ein bisschen erstaunen, wie das hier gespielt wird. Ja, vollkommen richtig. Das Ganze wird natürlich geändert. Also es ist, man könnte es mal hinten, Laser Game Dortmund ist schon rechts, also das passt schon. Nur die T-Shirt-Farben, da haben sie sich da vielleicht das falsche T-Shirt angeschoben und gezogen. Kann passieren, ist früh am Morgen. Und ja, Laser Game Dortmund natürlich in Schwarz-Gelb, wenn man denn so möchte, mit den gelben T-Shirts. Als Lokalmatador hat man hier vielleicht ohnehin schon den Vorteil. Und wie gesagt, sie haben das Spiel schon mal gespielt und das merkt man hier einfach trotzdem. Es macht jede Menge Spaß. Also man sieht auch da komplett den Körpereinsatz von den Spielern von Techno Forever. Ja, und er kann sich ja auch relativ gut hinter dem Blätterwerk verstecken. Also da wird wirklich jede Begrenzung, alles. Das hat er gestern im Testspiel schon gemacht. Das hat er richtig gut gemacht. Immer sich da oben aufgestellt, immer den Winkel gefunden, wo er aber selbst nicht getroffen werden kann. Ja, gleich haben wir auch die letzten Sekunden, also lang geht's nicht mehr das Spiel. Werden jetzt mal schauen und da versucht das grüne Team nochmal zu entkommen. Oh, Nasty kommt da angelaufen und sie sind in der eigenen Hälfte jetzt. Nasty kriegt ihn raus, verteidigt das, winkt hier schon ganz lässig ab. Ja. Den habe ich easy und das und war's. Das war's. Laser Game Dortmund. Laser Game Dortmund gewinnt das erste Spiel deutlich. Es ist, man muss ja sagen, ein Best of One das Ganze. Wir haben Round-Robin-Format. Genau. Das heißt, ganz normale Gruppenphase, wie man es vielleicht von der Fußball-WM kennt. Dann später die Top 2 Teams unserer beiden Gruppen kommen weiter, wenn wir das Halbfinale haben. Das Ganze im Best of 3, das Finale ein Best of 5. Allerdings wird es noch eine Rückrunde geben. Es wird noch eine Rückrunde geben. Also wir haben hier wirklich den ganzen Tag Programm für euch. Könnt ihr uns auch gerne Feedback geben. Schreibt uns im Chat, ist ein bisschen schwierig, das Ganze jetzt zu verfolgen. Aber gerne auf Twitter oder Facebook. Eben auf Facebook. Genau. Mori09 bzw. Mori09TV auf Twitter. Wie ist es bei dir? Bei mir ist es immer GXXShock.
Facebook kann man sich merken, ja, genau. Kann man sich merken, sehr schön. Nee, das wäre natürlich interessant, Feedback, wir haben das so noch nie gemacht und die Jungs von Lasergame.de natürlich auch noch nicht, deswegen das Ganze so ein bisschen Testrun. Auf das Spiel jetzt eingegangen, also man hat schon gesehen, Lasergame Dortmund, da steht nicht nur das Lasergame im Namen, ja, das leben die auch aus. Auf jeden Fall, also ich meine, die haben halt einfach viel mehr Erfahrung mitgebracht. Wenn es jetzt für Techno Forever wirklich das erste Spiel war, haben sie sich gar nicht mal so schlecht geschlagen. Also sie haben am Anfang ein bisschen verdutzt reingeguckt, aber irgendwann haben sie die Kurve gekriegt und konnten auch mal ein bisschen rauskommen aus der Basis. Man muss ja sagen, wir haben wirklich eine komplett bunte Mischung. Also wir haben zum einen Lasergame-Teams wie Lasergame Dortmund, wir haben aber auch Software-Teams, ja, Software Bonn. Wir haben zudem natürlich auch noch Spieler wie Techno Forever oder auch E-Sport-Clans. Wir haben ein Female-Team von Enro Griffins. Die Mädels, die werden noch kommen und wir werden uns jetzt gleich mal das Bracket jetzt mal anschauen. Und zwar sehen wir jetzt hier das Ganze geupdatet, Lasergame Dortmund mit 3 Punkten natürlich. Alle Teams, also hier in der Gruppe mit Techno Forever Players, Lasergame Bielefeld und Techno Forever Games. Hat es Techno Forever nicht ganz so einfach. Dann in der zweiten Gruppe eben Druckwelle E-Sports, Enro Griffins, die kennt man aus dem E-Sports. Und natürlich Bonn Air Alpha und Delta. Die beiden Soft-Air-Teams. Ja, und Lasergame Bielefeld gegen Techno Forever, das Game-Team, also die auch Counter-Strike spielen, die werden wir jetzt hier gleich als nächstes sehen. Die machen sich schon bereit, sehe ich schon im Hintergrund. Haben schon einige ihre T-Shirts an. Haben also ihre T-Shirts schon an und das heißt, wir werden gleich mit dem nächsten Spiel starten. Liebe Leute, Lasergame. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Also ich habe es jetzt 2-mal gespielt, auch gestern schon. Es hat Mordsfun gemacht. Auch wenn ich ja selber vielleicht nicht unbedingt der beste Spieler war, muss ich da wirklich reinfuchsen. Das ist viel Erfahrung. Hast ja schon ein paar mehr. Ja, ich habe es eine Zeit lang mal im Verein gespielt, in Leipzig auch. Und das war noch mit der älteren Generation von Waffen. Jetzt gibt es halt inzwischen die neue Generation, alles shiny, new technology, fancy. Dadurch ergeben sich aber halt auch viel mehr Möglichkeiten. Also was ihr jetzt hier seht, ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Ja, also genau, also die haben hier wirklich verschiedene Modi mit dabei. King of the Hill ist möglich, wirklich so mit Boxen, die man dann erobern kann, die dann Punkte geben über die Zeit. Man kann verschiedene Waffen einstellen, Sniper, alles. Natürlich, man muss auch nachladen. Genau. Das hat man jetzt ein bisschen untergegangen, aber wir wollen euch natürlich auch nur die spannendsten Szenen zeigen. Genau. Und man hat halt die Möglichkeit, immer nachzuladen, beziehungsweise je nachdem, was du halt für eine Waffe auswählst, ist es dann auch so, beim Sniper musst du halt nach jedem Schuss nachladen teilweise. Dafür macht er halt viel mehr Schaden. Dann gibt es unterschiedliche Klassen, je nach Spielmodi halt. Medics, all das kann man eben genau, einstellen. Genau, all das gibt es. Auch teilweise unterschiedliche Reichweiten für die Waffen, was halt ziemlich interessant ist, weil du kannst halt einen Sniper haben, der wirklich über ein ganzes Spielfeld dann schießen kann. Also wir haben jetzt hier ein sehr kleines Spielfeld nur in der Halle, aber das Ganze wird auch Ausdauer gespielt. Da hast du dann teilweise Distanzen von über einem Kilometer. Das glauben ja viele gar nicht. Viele denken ja, das geht nur in der dunklen Halle wegen der Streuung. Aber inzwischen sind die Geräte so modern, dass man das Ganze auch Outdoor spielen kann. Da macht es ja besonders viel Spaß. Wir werden später auch sehen, die Jungs eben von den Software-Teams. Die haben sich nämlich richtig in Camouflage jetzt geworfen. In voller Montur. In voller Montur. Weniger, weil sie da hinter diesen schwarz-gelben Gebilden, ja, passend zu Dortmund, dann unsichtbar werden. Nein, aber die haben einfach komplette auch Schoner. Das heißt, die werden nachher durch die Gegend sliden. Und da bin ich auch mal gespannt, weil die sind eigentlich eher im Soft-Air und nicht im Laser-Game angesiedelt. Ja, aber ich glaube schon, dass sich da viele, viele Skills, viele Techniken auch übertragen lassen. Also gerade so, was die Taktik angeht, wie stelle ich mich auf, wie kriege ich ordentliche Winkel hin, wie gebe ich mir Rückendeckung und so weiter. Also das sollte sich schon gut übertragen lassen. Und da bin ich doch mal gespannt, wie sie sich dann gerade gegen unsere Lokalmatadoren hier, Laser-Game Dortmund, wie die sich dann schlagen, so gegen diese Teams, die schon sehr erfahren auch sind im Laser-Game direkt. Ja, also man kann natürlich sagen, die Lasergame-Teams sind die Favoriten, auch die Software-Teams sind die Favoriten, aber ich meine, gerade ich selber als Nerd cheer dann natürlich so ein bisschen auch für die E-Sport-Teams. Auf jeden Fall. Ich meine, viele davon spielen Counter-Strike, spielen Battlefield, sowas in der Richtung und die kennen das sonst nur virtuell. Jetzt ist es ja so, ich meine, man regt sich mal drüber auf, lauf, lauf, lauf und man kann nur begrenzte Konditionen. Hier kann man das nicht sagen, hier ist eigene Konditionen und vor allem hier kann man auch nicht rufen, Lag, Lag. Das gibt's nicht. Meine Maus hat nicht funktioniert. Auch Cheaten wird schwierig, weil ja jeder dieselben Bedingungen hat. Also ich meine, du kannst sagen, es gescheatet, der hat nur einfach die Reflexion hier an der Balustrade ausgenutzt. Aber spielst so du gerade auf den Cheating-Skandal an, ja? Also man kann hier sagen, hier ist komplett cheatfrei. Ja. Also hier gibt es auf jeden Fall keine Aimbots oder sonst sowas. Und die Spieler machen sich hier gerade schon bereit, laufen aufs Spielfeld. Das heißt, es sollte demnächst hier auch losgehen. Genau, also da haben wir dann gleich unsere nächste Partie eben. Du hast es schon gesagt, Lasergame Bielefeld gegen Techno Forever Games. Wir sind dann ein bisschen versierter. Hier nochmal das Schlachtfeld.
Diesmal dann ohne Trikots. Jetzt haben sie eigene T-Shirts, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, die sind jetzt, glaube ich, komplett eigen. Wobei, Lasergame Bielefeld, die Jungs kann ich gerade nicht sehen. Ich glaube, die sind eventuell auch mit unseren Standard-T-Shirts hier ausgerüstet. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal das Startsignal. Wir sehen jetzt hier eben Techno Forever Games mit der Raver, Bass Rider und Treble Dance. Haben sie hier auch ins Deutschland-Trikot in Schale geschmissen, gehen direkt hinter die Stellung. Und da wollen wir mal schauen jetzt gleich. Wir haben verschiedenste Perspektiven für euch natürlich dargeboten, um ja, euch das Erlebnis so hautnah wie möglich zu gestalten. Ja, momentan hier nur auf Seiten von Techno Forever, die hier ganz gut vorpreschen eigentlich. In die Mitte ist schon gut eingenommen. Jetzt versuchen sie sich dann noch weiter am Tombstone vorzuarbeiten. So, man muss natürlich sagen, jetzt die Score kann auch weniger werden, weil die eigenen Treffer davon abgezogen werden. Also es ist der Schaden, den man ausgeteilt hat, minus den, den man kassiert hat. Ja, jetzt kommen schon die ersten Treffer rein. Also Techno Forever steckt hier schon ein bisschen ein, aber sie erkennen schon sehr schnell, ich muss sehr tief hinter die Balustraden gehen, um auch wirklich sicher zu sein. Genau, also da wird immer wieder geschaut. Gerade diese Dreiecke sind so ein bisschen tückisch, wie du gesagt hast, zum einen der Reflexion halber und zum anderen natürlich nach oben hin bieten sie da immer weniger Schutz. Da muss man mal schauen. Ich persönlich gehe da gerne gegen diese Querliegenden natürlich oder hinter diese wirklich aufgehängten Flaggen. Die sind da nicht ganz so durchlässig. Jetzt muss der Kopf zurück. Oh, hier gerade der Face-Check ganz vorne. Und ich glaube, da konnte er auch ordentlich an Schaden machen. Da muss er schon zurück. Ja, also sehr gut hier gerade Lasergame Bielefeld zurückgedrückt. So, also jetzt müssen sie zurück. Man sieht aber auf jeden Fall, es ist schon ein deutlich passiveres Spiel, als wir das vorhin hatten. Trotzdem natürlich machen sie da richtig Boden gut, rücken hier immer weiter nach vorne. Vielleicht auch mal das Ganze gleich aus der anderen Perspektive. Ja, noch kommt da nichts. Ich glaube, sie warten gerade noch, um den nächsten Kameramann reinzukriegen. Der hat einfach Pause gemacht, ja? Ja. Der kann nicht mehr. Der müsste gleich schon wieder hier fit sein. Also momentan hier nur auf Seiten von Lasergame Bielefeld. Haben sich aber jetzt inzwischen auch schon ganz gut vorgekämpft. Schon 20 Punkte hier Vorsprung. Ja, also das ist natürlich noch nicht viel, nachdem wir gesehen haben, was da vorhin alles möglich war. Man sieht auf jeden Fall hier, das ist mehr der Stellungskrieg. Also hatten wir vorhin mehr Laufkrieg, hatten wir vorhin wirklich mehr läuferische Leistung. So haben wir jetzt hier einfach, ich meine, klar, wenn man sich da noch ein bisschen rantastet, ist vielleicht auch ein anderes Setup, als dass man das kennt. Aber zumindest hier noch keinen einzigen Teamtreffer. Ja, das läuft bis jetzt hier eigentlich relativ statisch ab. Hast du auf jeden Fall recht. Jetzt versucht er hier mal von der anderen Seite oben vom Burrito an der Spitze rauszulugen. Jetzt lässt natürlich die rechte Flanke komplett frei. Ja, natürlich, jetzt geht es erstmal zurück. Wir werden im Anschluss im Übrigen die nächste Gruppe dann sehen. Das heißt, in die andere Gruppe reinhorchen, dass wir jedes Team einmal mit abgedeckt haben. Das ganze Welt, es ist größer, als es hier vielleicht auch aussieht. Da lugt einer vorne über der Ronde vor. Jetzt sieht er ihn, aber konnte noch keinen Winkel kriegen. Jetzt, oh, da wird aber direkt getroffen. Das machen sie sehr gut, haben die rechte Flanke sehr gut abgedeckt hier zu zweit. Ja, doppeln das Ganze. Jetzt muss man selber schauen, da ist so eine kleine Lücke. Also ich meine gerade so ein Deutschland-Trikot. Oh, da ist er rausgenommen, jetzt muss er laufen. Jetzt muss er laufen. Da ist man ja auch ein sehr offensichtliches hier. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt das beste T-Shirt ist, um hier im Lasergame antreten zu dürfen. Nee, schwarz ist auf jeden Fall besser. Da bist du ja auch vor diesen, von den Tombstones und so optimal geschützt. Sieht ja auch alles dann einheitlich aus. Einfach ja, schwarz vor allem, und schwarz. Wenn da so ein weißes Shirt auftaucht, dann siehst du das einfach sofort. Also ich meine, noch hier einfach der markanteste Spieler. Jetzt über links geht es da weiter. Wieder versucht es natürlich immer wieder zu doppeln. Und das ist, genauso sollte man das machen. Man sieht auch diese schnellen Kopfbewegungen tatsächlich. Ja. Irgendwie versucht er immer wieder durchzuducken, jetzt hier oben beim Pimpstone rausschauen. Aber immer wenn du oben rausschaust, ist natürlich die Gefahr, der Kopf ist immer das Erste, was rausguckt. Du willst natürlich die Gun irgendwie auch nicht nur blind reinhalten, weil du musst schon relativ genau treffen, um halt auch diese Hits zu kriegen. Ja, also klar, es ist gerade die Streuung ist sehr gering eingestellt. Und da gilt es natürlich jetzt zu schauen, dass man da gut auch immer wieder die Gun drauf bekommt. Nur das Problem ist, so länger du zielst, desto einfacher bist du natürlich selber ein Ziel. Das Schöne ist, die Guns sind alle ausgestattet mit Reflexvisieren. Das heißt, man sieht sofort diesen roten Punkt. Ja. Wer vielleicht bei Bundeswehr war, kennt es. Jetzt haben wir auch mal die andere Perspektive vom Team
Techno Forever, die hier die ganze Zeit im Bedrängnis sind, mit minus 77 hinten. Inzwischen gab es da auch ein paar Teamtreffer. Die zählen halt nochmal negativ mit rein. Deswegen ergibt das jetzt nicht die komplette Null. Ja, und tatsächlich hier Laser Game Bielefeld. Etwas uneinheitlich. So, jetzt haben wir es auch im Overlay drin. Ja, jetzt passt es alles. Aber die haben jetzt zu zweit, muss ich sagen, schon einen ganz guten, festen Griff eigentlich auf der linken Seite. Die machen immer mal wieder einen Wechsel. Wechsel von der linken auf die rechte Flanke. Und das ist auch wichtig, weil du möchtest halt dem Gegner nicht immer wieder dasselbe Ziel bieten. Du musst halt immer mal die Deckung wechseln, immer mal wieder woanders rauslupen. Weil sonst können sie sich darauf einstellen, können sich auf die Stelle einschießen und dadurch halt ihren Spielern wieder die Möglichkeit geben, weiter nach vorne zu kommen. Und Nähe ist halt wirklich ein unglaublicher Faktor. Ich meine, das lässt sich so ein bisschen exposed sein, aber andererseits hast du dafür halt auch ein paar sichere Treffer drin. Ja, sichere Treffer schön und gut. Also man sieht auf jeden Fall, das Team von Techno Forever Games ist sehr weit zurückgedrängt. Werden natürlich im Anschluss dann auch in den Teamfight gehen. Das heißt, man wird Techno Forever Games gegen Techno Forever Player haben. Oha, sind jetzt Team komplett in der Spawning-Zone, das komplette Team jetzt. Das ist immer sehr gefährlich, aber für beide Teams gefährlich. Ich meine, wenn du da wirklich ein paar gute Schüsse hinkriegst, kannst du sie in der Spawning-Zone halten, die sogenannten, die bösen Spawn-Camper. Aber naja, andererseits bist du halt auch sehr weit vorne, hast schon einige Hitpoints verloren. Dementsprechend kannst du auch schnell wieder nach Hause geschickt werden und dann kann sich die ganze Situation ganz, ganz schnell wenden. Ja, also gerade dieses Spawning-Point-Campen, es kann effektiv sein, wie du schon gesagt hast, weil man hat nicht mehr so die Möglichkeit, der Gegner weiß ja, wo du auftauchst und kann dich sofort unter Beschuss nehmen. Man sieht das ist sehr Sportsman-like hier, hast du gerade den Klapser gesehen auf dem Hintern. Auf der anderen Seite natürlich, man ist, wenn man so weit vorne steht, meistens nicht mehr mit so viel Lebenspunkt gesegnet. Ja, und jetzt der Nächste raus, jetzt muss er wieder. Aber auch sehr schön, wie sie ihre Team-Shirts anhaben von Techno Forever. Ja. Wer es nicht kennt. Das sind alles DJs übrigens. Ja. Alles DJs, alle relativ jung, so 24 bis 25. Ja, und die arbeiten alle bei Techno Forever und sind aber auch passionierte Soccer. Ich glaube Counter-Strike, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Also wir haben ja hier Techno Forever Games, da haben wir alles DJs. Der eine ist Steuerfachangestellter, Fahrer und Kaufmann im Einzelhandel. 24, 24 und 25 Jahre sind die Jungs und Mädels. Ja, und Laser Game Bielefeld, ich meine, die spielen Paintball unter anderem. Die spielen halt Laser Games. Einer ist sogar Soldat von Beruf, der kennt das hier vielleicht. Ja, ich glaube, der muss dann die Ansagen machen, weil genau. Wenn du so jemanden hast, und das war's auch schon hier. Genau, das war's. Also, GG. Und Laser Game Bielefeld hier konnte sich durchsetzen und zwar sehr, sehr eindeutig. Also bis jetzt zweimal die Laser Game Teams gewonnen. Oh, wer hätte das gedacht? Man muss ja sagen, ist auch ein bisschen gemein. Aber wie gesagt, es ist durchgemixt. Wir haben Techno Forever, schön, dass sie dabei sind. Habe ich auch immer wieder gerne gehört. Und auf der anderen Seite halt Laser Game. Ich bin mal gespannt, wie das mit den Airsoft-Teams sich dann ausgeht. So, und jetzt sehen wir nochmal die Statistiken zum Spiel. Schau, auch sehr schön, das Ganze. Also Team, es ist ja natürlich schön, dass das jetzt von den Namen her Yellow und Green, da muss man sich einfach mal reinfuchsen. Ich kann euch sagen, also grün links ist Laser Game Bielefeld. Genau, links haben wir Techno Forever, das heißt mit Bass Rider, hat 55 Hits kassiert oder beziehungsweise 55 Hits selber geschossen, 76 Mal getroffen, macht einen Score von minus 21, damit der Beste in seinem Team. Der Raver hat nicht so viel getroffen, noch weniger Treble Dan, der hat nur 9 Mal getroffen. Ja, und ganz anders natürlich sehen wir es hier von dem Team Laser Game Bielefeld. Die haben insgesamt 105 Mal getroffen, dann 21 Mal nur selber, machen einen Score von 84. Da ist Marcy einfach mal der Beste. Dann Private Paula soll das heißen und Ortec einfach gemeinsam, aber auch 4 Teamtreffer kassiert. Aber das geht immer alles noch so. Also ich sag mal so, damals haben wir immer gesagt, wenn wir die Spiele geleitet haben, die Leute spielen zum ersten Mal, vielleicht das zweite Mal, alles, was ein positiver Score ist, ist gut. Also das ist, insofern, gut, aber man kennt das ja auch von anderen Spielen. Also egal, ob League of Legends, ob Counter-Strike oder so, wenn es halt Kill-to-Death-Ratio positiv ist, dann fühlt man sich auf jeden Fall besser. Neutral geht auch noch. Ja. Man will nicht ins Negative, nur das Ding ist, irgendwer muss ins Negative. Und wenn man jetzt selber kein professionelles Laser-Game-Team ist, dann ist es natürlich schwierig. Aber es gab zumindest nicht so viele Teamtreffer. Das ist schon mal ganz angenehm. Wenn du viele Teamtreffer hast, das ist schon sehr ärgerlich. Vor allem, das sorgt dafür, dass die Punkte extrem ins Bodenlose gehen, weil das Ding ist, damit ihr nochmal wisst, wie sich die Punkte berechnen. Wir haben zum einen, wenn du Treffer machst, also wenn du selber triffst, kriegst du einen Punkt. Wenn du getroffen wirst, wird ein Punkt abgezogen. Und das heißt natürlich, wenn man einen Teamtreffer hat, das heißt, doppelt. Teamkamerad wird getroffen von dir selber, das heißt, du kriegst keine Punkte gut geschrieben und dann nochmal einen Strafpunkt, also minus 2. Ja. So, wir werden uns jetzt auch nochmal das Bracket anschauen.
Hat sich natürlich jetzt nach den ersten Tagen, beziehungsweise nach den ersten Spielen noch nicht so viel getan, aber wir wollen auch schauen, wie sind die Standings, wie sieht das Bracket jetzt insgesamt aus und vor allem, wer spielt als nächstes? Ja, da müssen wir mal reinschauen. Du hast schon gerade angesprochen, wir gehen dann gleich in die zweite Gruppe, also Gruppe B. Und ja, da sind die Brackets und Laser Game Dortmund jetzt natürlich weit vorne, dann Laser Game Bielefeld auch direkt dahinter. 3 Punkte, es gibt 3 Punkte für den Sieg, 1 Punkt für den Unentschieden und natürlich 0 Punkte, wenn man hier mit dem Verlust nach Hause geht. So, und jetzt sollten wir als nächstes, ich glaube, Andrew Griffins gegen Drogue Valley Esports haben. Genau, das heißt 2 E-Sport-Teams, das eine davon ja. Female, ein Female-E-Sports-Team, und zwar die Andrew Griffins mit Lady Death, Lady und Cocaine. Und von Drogue Valley laufen eben auf dann Hanzo, Dende und Jack, beziehungsweise ein Ersatzspieler, das ist der Davy im Schnitt. Ja, alle so in den Mid-20ern, außer die Cocaine, die ist ein bisschen jünger. Ja, und bei Druckwelle, da haben schon 2 zumindest mal Lasergame gespielt. 2 Mal, ist jetzt nicht die Masse, aber ich muss sagen, man lernt es relativ schnell. Also wir werden hier auch eine Steigerung bei den Spielern sehen im Laufe des Turniers, denke ich. Also da gehe ich ganz stark von aus, weil du schon so nach dem ersten Spiel ein bisschen Gefühl dafür kriegst. Du siehst, okay, wann werde ich getroffen, wie muss ich überhaupt zielen. Und die Taktik ist eigentlich dann eher das, was dann so die Guten von den Top-Teams unterscheidet. Ja, vollkommen richtig. Also die Strategie, das Zusammenspiel einfach ist hier sehr entscheidend. Das Aiming darf man auch nicht unterschätzen. Also wenn man noch nie so eine Waffe in der Hand gehabt hat, so eine Laserwaffe, dann ist es natürlich schwierig, damit den Gegner auch zu treffen. Und ja, wie gesagt, wir werden den ganzen Tag für euch da sein, live eben in Dortmund auf der U. Ihr seht es ja eben eingeblendet, Laser Game Deutschland. Ah, ich sehe gerade, wir haben hier einen kleinen Fehler gemacht. Anscheinend ist es doch Andrew Griffins gegen Bon Air, was wir jetzt als nächstes sehen. Und da haben wir bei Bon Air haben wir den Stealth, das ist der Silvan. Dann haben wir O'Neill, das ist Darius. Und Age, das ist Andreas. Und die sind alle relativ jung. Nee, der Stealth, der ist schon ein bisschen älteres Kaliber. Ja, da bin ich natürlich gespannt, wen wir sehen werden. Vor allem, ich meine, man muss sagen, Andrew Griffins ist ein Female Counter-Strike-Team, so wie ich das mitbekommen habe, also ein Female E-Sports-Team. Und auf der anderen Seite Bon Air, werdet ihr gleich sehen, die haben so richtige Uniformen mitgebracht. Die spielen normalerweise Airsoft, die sind sehr gut ausgerüstet, haben ja, richtig Protektoren, wo die dann richtig sliden können. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das sich aussieht. Die haben uns schon darauf vorbereitet. Die wollen die auch richtig voll einsetzen, voller Körpereinsatz. Und da bin ich ja echt mal gespannt. Also ich will schon ein paar Sliding-Actions sehen, die einfach so unter diesen Hindernissen durchrutschen. Ja, vor allem, wie das dann wirklich sich ausgeht. Also ich meine, die haben jetzt auch noch nicht wirklich Lasergame gespielt, im Gegensatz zu diesen Lasergame-Teams natürlich. Trotzdem vielleicht so ein gewisses Grundgefühl, was diese Bewegung angeht. Wir haben auch gesehen, die haben teilweise so richtig sogar Messer mit dabei. In den Airsoft-Spielen dürfen sie die benutzen tatsächlich, da dürfen die sogar werfen. Hier jetzt natürlich nicht. Hier zählt wirklich nur der sensorische Treffer. Das Ganze ist 360 Grad möglich. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Es macht eine ganze Menge Spaß. Und ich hoffe natürlich, den habt ihr auch. Deswegen schreibt uns auch gerne facebook.com/mori09 oder Twitter mori09tv. Benutzt auch einfach mal das Hashtag lasergame.de. Genau, oder natürlich kriegen wir das mit und dann können wir auch darüber reden, was so eure Fragen sind auch zum Spiel. Also wir haben ja vorhin schon mal kurz angesprochen, das Team Deathmatch, was wir jetzt hier spielen, ist wirklich nur so die ganze Spitze des Eisbergs nur. Ja. Und die ganzen Modi, die euch dann noch zur Verfügung stehen, wenn ihr wirklich mal an eine Location geht, ist einfach immens. Und wir spielen es jetzt auch in der Halle. Ich muss sagen, draußen macht es mir persönlich nochmal viel mehr Spaß. Gerade, weil wenn es so, was weiß ich, verfallene Locations sind, wenn ihr Geocacher seid, dann kennt ihr vielleicht so Lost Places, also so Gebäude, die verlassen sind. Und das macht es dann halt nochmal richtig Spaß, weil da hast du das richtige Setting. So. Und wo wir gerade von Setting sprechen, da haben wir sie nämlich auch schon, unsere Airsoft-Spieler. In voller Montur. Da haben wir sie, die Mädels vom Team Andrew Griffins gegen eben das Team Bon Air Alpha, muss man sagen. Also Alpha und Delta hier angetreten jeweils. 2 Teams, die wohl auch im Bon, also quasi, wenn ihre Airsoft-Spiele machen, dann auch als 2 Teams auftreten. Ja, also das heißt, da wollen wir mal schauen, wie sie sich da schlagen werden. Also sind vielleicht so ein bisschen der Favorit. Natürlich overall sind das die Laser-Game-Teams. Aber ich meine, das heißt ja nichts. Also wir haben jetzt schon so ein bisschen dominierende Teams gehabt. Aber das wird ja so ein bisschen durchrotiert. Es gibt Hin- und Rückrunde. Und wenn die sich erstmal warm gespielt haben, wer weiß. Jetzt die Mädels von Andrew Griffins. Sicherlich so ein bisschen Sympathiebonus bei vielen. Ganz anders bei, ich meine auch,
das ist einfach beeindruckend, wenn die da wirklich so eine vollen Montur tun. Vielleicht auch so ein bisschen einschüchternd. Ja, ich glaube auch, da wird viel Psychologie mit reinspielen, wenn du da so einen mit solchen Anzügen auf dich vorgehen genau, siehst. Genau, da haben wir sie. Die haben sogar ihre Fans mitgebracht hier. Haben sogar ihre Fans mit an der Seitenlinie stehen. Da wird richtig angefeuert, auf beiden Seiten quasi. Ja, das ist an hier mit dem Bandana vorm Mund. Aber die Mädels, ich glaube, die lassen sich da nicht einschocken. Die sind da, glaube ich. So, wir haben also auf der linken Seite das Team von Enro Griffins mit Lady Death, Lady und Cocaine. Hier vorne im Bild, da werden schon die ersten Strategien und gesprochen. Auf der anderen Seite wird gerade schon gefeiert. Das ist nämlich bei Bon Air. Da haben wir den Stealth. Müsste jetzt hier eigentlich gleich zu sehen sein. Ja, da haben wir den Stealth, O'Neill und H. Und da kam auch schon direkt der Startschuss. Jetzt muss man sich natürlich da so ein Stück weit noch, ja, ich will nicht sagen aufladen, aber connecten, während die Mädels jetzt schon loslaufen. Oh, guck mal, wie die loslaufen. Hier schon richtig geduckt. Oh ja, das sieht schon alles sehr professionell aus. Boah, einer ist hier gleich richtig weit nach vorne gekommen. Guck mal, da bewegt sich das Hindernis. Wo hat sich da jemand versteckt wohl? Ja, hier wackelt aber auch schon alles. Das ist also ein bisschen verräterisch natürlich, wenn du da schon das Hindernis wackeln siehst. Ja, man die gehen auch alle über eine Flanke. Man muss auch sagen, so ein Wackeln ist nicht nur verräterisch, sondern ich meine gerade dieses sehr kleine Ziel, nicht unbedingt der beste Schutz, den man hier haben kann. Gleich werden wir auch die Live-Score sehen, aber es geht auch schon mal gut drauf jetzt. Ja, schau mal, wie taktisch die Erfolge gehen. Da wird hinter dem Ziel geschaut. Nicht zu offensiv, aber es geht, einfach eine gute Schusslinie zu bekommen. Ja, das machen sie ja sehr gut. Also du musst dann natürlich zusehen, dass du einen ordentlichen Winkel kriegst. Oh, da wird aber einer schon getroffen. Dann ein bisschen zu weit vorgelugt vermutlich. Aber schau dir das an, wie sie es machen. Sie haben einen weiter vorne, zwei weiter hinten, suchen sich immer wieder die Winkel raus. Und das funktioniert sehr, sehr gut bisher. Mal gucken, wann wir hier die ersten Scores eingeblendet sehen. Aber bisher würde ich sagen, das ist schon der erste Spieler raus hier bei Enro Griffins. Das ist natürlich ärgerlich. Also da muss ich jetzt laufen zurück. Aber an sich ist alles auf einem guten Bereich. Man hat quasi unendlich Leben. Man muss nur immer diese 10 Sekunden abwarten, Respawn. Boah, das leidet ja schon auf dem Boden lang hier. Also sehr, sehr schön. Und vorher habe ich ja schon Handzeichen gesehen hier auf Seiten von Bonair. Genau, solche Aktionen wollen wir natürlich haben. Also genau dieses Sliden letzten Endes. Und auch, wie du schon gesagt hast, die Handzeichen. Wenn man dann erzählt, dann verrät man sich vielleicht, jetzt muss er nachladen. Ist hinter diesem Dorito natürlich, aber man muss sagen, die Mädels an sich auch ein kleineres Ziel vielleicht als die Jungs. Es wird auch nochmal geschaut. Man muss auch wirklich auf die Gun schauen, das ist beabsichtigt mit dem Nachladen. Du musst immer mal wieder nachschauen, du musst schauen, okay, kann ich überhaupt, habe ich überhaupt noch Munition drin? Schau dir erstmal an, wie sich dieser Sitzsack bewegt da quasi. Wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Da ist er ja. Ja. Also die müssen jetzt schon mal zusehen, dass sie vielleicht wieder rauskommen aus der Basis, weil die sind da extrem weit zurückgedrängt. Da hat es Bonner wirklich geschafft, bis fast zu ihrer Basis vorzudringen. Und irgendwie müssen sie mal einen Ausbruchversuch starten. Ja, das wäre so langsam mal. Aber wobei, man kann ja auch ganz gut hinten verteidigen. Wenn man dann mehr Hits drauf bekommt, dann wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich fand es immer ein bisschen schwierig, wenn man halt immer die Blätter nur als Deckung hat. Und halt diese kleinen Doritos, wo jetzt hier auch. Aber jetzt geht es hier sogar noch weit ins Feld rein. Da hinten sehen wir es auch die ganze Zeit schon blinken. Also da geht's ab. Hier ein bisschen zögerlich jetzt. Also könnte vielleicht trotzdem nochmal schauen, dass er dahinter das Blätterdach geht. Genau. Ja, wie schon gesagt, da kann man durchschießen, aber man hat ja noch diese Rolle obendrauf. Also macht es sehr vorsichtig. Ich finde es auch eine interessantere Taktik, wie die das hier gerade machen. Einfach vorsichtiger, nicht ganz so schnell. Ein bisschen bedacht. Oh, guck mal hier, jetzt sind sie beide. Jetzt könnte er vielleicht, jetzt versucht er wegzukommen. Ja, da hätte er vielleicht von oben feuern können, aber die Mädels sind da einfach in Überzahl. Das funktioniert dann doch so einfach nicht. Selbst für das Bon Air Team nicht. Die Enro Griffins, sie wehren sich. Die haben ja schließlich auch Klauen. Ja klar, die kratzen auch, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also die Jungs, ganz so unbedarft dürfen sie da nicht vorgehen. Jetzt kommen hier wieder die Handzeichen auf der linken Flanke vorrücken. So, und dann hinter das Dorito hat es jetzt gerade so ein bisschen verpasst gehabt. Muss aufpassen. Das ist halt das Problem, wenn man halt so vorrückt. Oh, da wird sie die ganze Zeit getroffen, weiß aber noch nicht genau von das, wo. Das würde ich sagen, die Reflexion, weil sonst. Ja. Und das ist halt genau das Problem an diesem Dorito. Schau mal, wie die sich jetzt annähern. Schau mal, das Ganze aus deren Perspektive noch, nähern sich da die ganze Zeit an und wissen, sie sind dahinter. Und jetzt müsste man vielleicht einmal koordiniert losstürmen und die Mädels da überraschen. Ja, ich glaube, Bon Air kommt jetzt auch nicht näher ran, weil irgendwann ist halt auch das Ende vom Gelände erreicht. Ne? Du musst halt dann, findest keinen Winkel mehr, weil sie da hinten mehr oder weniger alles auf einer Linie haben. So, jetzt vielleicht über rechts dann. Runtergerutscht, um einen ordentlichen Winkel zu finden. Ja, also man sieht auf jeden Fall, die Enro Griffins wirken hier ein wenig, ja, man kann es zurückgedrängt nennen, man kann es auch eingeschüchtert nennen,
wie auch immer. Und die bekommen auch ständig gutes Schussfeld. Die Koordination auf jeden Fall besser von Bonn, ja, aber die spielen ja nicht das erste Mal so zusammen. Die Andrew Griffins mehr online, aber das ist was anderes. Da kann man immer noch sagen, Leck, und da kriegt sie ein paar gute Treffer zum einen raus, aber ja, sie trifft auch. Genau. Die haben sitzen nämlich zu zweit hinter der Deckung, da muss er auch den Deckungswechsel machen. Aber das ist, finde ich, eigentlich eine sehr schöne Deckung, die er da gerade hat. Weil normalerweise ist der Dorito halt oben nicht so gut, aber dadurch, dass du da die Rolle noch daneben hast, dadurch geht's halt. Jetzt hat er hier mal wieder einen kassiert, konnte aber vorher auch ein bisschen austeilen. Also es ist schon ganz ordentlich, wie sie hier auch vorgehen. Man erkennt das immer an dem Blinken. Wenn man selber am Kopf blinkt, dann ist man getroffen. Man bekommt ein akustisches Signal, dass man auch Bescheid weiß. Auf der anderen Seite natürlich sieht man auch, wenn man den Gegner getroffen hat, und man hört auch die Schüsse. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut gemacht hier mit diesem System. Und man hört dieses Piu, Piu, Piu vielleicht auch schon ganz, ganz leicht. Ist jetzt sehr weit vorgerückt, also hinter dieser Flagge, da geht es nicht mehr weit. Das ist, man muss sagen, hinter diesem Blätterdach, das ist schon der Spawning Point. Das sind da wirklich am Spawning Point schon angekommen. Ja, genau, das ist halt quasi eine Deckung davor. Und so weit steht er hier schon vorne auf der rechten Seite. Ach, schau dir jetzt mal dieser Killerblick. Also ja, auf jeden Fall. Die zielt gerade für den Headshot. Ja, war so ein bisschen zittrig da mit den Händen. Vielleicht jetzt die Angst zu groß, dass man da zu stark kassiert letztlich. Und ja, da kommt wieder die Handsignale, die Body. Ah, jetzt ist freies Schussfeld, jetzt vielleicht. Kriegt das gar nicht mit, jetzt sehr spät erst die Deckung gesucht. Aber ist direkt am Spawning Point und er feuert weiter und er kriegt da raus und das, oh, das ist da rein. Ein richtig schöner Slide. Jetzt geht's wirklich voran, bis ganz tief an den Spawning Point ran. Oh, zwei Spieler hier gerade rausgenommen von Andrew Griffins. Aber gleichzeitig ist bei Bonner auch jemand rausgeflogen. Da kommt er wieder zurück ins Spiel, slidet auch wieder rein. Sehr, sehr geile Aktionen hier von Bonner. Ein bisschen Show natürlich muss sein. Auf jeden Fall, das gehört dazu. Aber ich meine, das können sie sich halt auch leisten mit ihrer vollen Montur, mit ihren Schützern. Dadurch sind sie halt gut dabei. Ja, also ganz klar ist natürlich, die haben hier, sind hier am Dominieren und am Ende zählen aber trotzdem noch die Treffer. Also deswegen warten wir mal das amtliche Ergebnis ab, sobald wir es denn dann haben. Nee, ich glaube gar nicht. Jetzt sehen wir es mal wieder, dass sie ordentlich getroffen wird und auch rausfliegt. Oh, das ist natürlich bitter. Ich wollte gerade erzählen, dass es so schlimm gar nicht sein kann, weil so häufig haben sie keine Treffer kassiert und so häufig sind sie auch nicht rausgegangen. Aber naja, vielleicht täuscht es dann doch der Eindruck. Aber ein deutlich passiveres Spiel. Also ich meine, ich glaube, so muss man auch spielen gegen Bonner Alpha. Du kannst nicht mit denen mithalten, wenn du auf die Map rausgehst. Das ist einfach extrem wichtig, dass man dann koordiniert vorgeht, sonst funktioniert das nicht. Kriegt jetzt wieder dann ein paar Treffer ab. Das heißt, es bleibt einem nur die Defensive, weil du kannst, die kommunizieren sowieso viel besser. Dann lass sie lieber kommen. Genau so ist es. Und das, was man halt auch schnell gemerkt hat, okay, Bonner hat auch irgendwann festgestellt, es bringt nichts, wenn wir zu tief reingehen. Da werden wir nur selber irgendwie uns exposen und genauso gehen sie halt jetzt immer nur maximal bis zur Mitte. Jetzt ist hier wieder einer bei Bonner rausgekommen und ja, das Spiel ist das vorbei. Das war's. Jetzt geht's zurück und man hat schon gesehen, also Bonner Alpha hatte das Ganze natürlich unter Kontrolle. Wir kriegen gleich auch noch das amtliche Ergebnis, keine Sorge, da wird jetzt gerade noch getüftelt. Für die nächsten Spiele dann auch jeweils der Live-Score. Aber man muss sagen, die Mädels von Andrew Griffins haben sich auf jeden Fall sehr gut geschlagen. Und da bin ich wirklich gespannt, wie wirklich der Score am Ende aussehen wird. So gefühlt würde ich aber trotzdem natürlich sagen, die Jungs, die haben das schon sehr kontrolliert runtergespielt, oder? Ja, es sah schon wirklich sehr strategisch aus, wie sie das angegangen haben. Mit den Handsignalen, mit dem Reinrutschen, haben sich eigentlich nie zu sehr offenbart und so. Also das war schon alles ganz koordiniert, wie die das gemacht haben. Man muss ja auch sagen, zur Technik, also falls der eine oder andere das jetzt nicht ganz versteht, die Jungs und Mädels hier, die machen das alles komplett selber. Also es ist ja nicht so, dass man in den Laden gehen kann, hey, ich will eine Laserpistole haben, sondern es ist zum Teil eine eigene Technik, wir haben das ja gestern miterlebt, da wird teilweise die Software selber geschrieben, geupdatet, da wird noch die Kabel gelötet, das ist schon wirklich so ein bisschen oldschool. Man kann sagen, man ist ja, es ist noch ein sehr junger Sport, wenn man denn so möchte, und sehr viel mit Liebe auch gemacht. Also die haben wir wirklich komplett hier aufgefahren und auch mit diesen Live-Stores, das hat es ja alles so noch nie gegeben. Also es ist wirklich das erste Mal, dass sowas auf Twitch übertragen wird, dass überhaupt so ein Laser-Game durchgeführt wird online. Genau, das ist das allererste Mal, dass es das als Turnier auf Twitch gibt direkt. Ein paar Turniere und Messen und so weiter gab es schon, aber dass es auch live gestreamt wird, dass es kommentiert wird, ist alles das allererste Mal. Genau, jetzt kriegen wir natürlich auch noch das Ergebnis mitgeteilt. Also wir werden jetzt die Brackets dann sehen. Und unser geübtes Auge hat das natürlich auch richtig erkannt. Also Bonner Alpha mit 3 Punkten jeweils. So, das heißt, unser nächstes Spiel ist Druckwelle eSports gegen Bonner Delta, also gegen das Delta-Team. Dann haben wir nämlich jedes Team mindestens einmal schon gesehen. Das ist der Plan
für heute. Es gibt Hin- und Rückrunde und dann natürlich später, wie gesagt, Halbfinale, Finale und auch Spiel um Platz 3. Es gibt auch ein bisschen Preisgeld, so ist es natürlich nicht. Also es geht auch um die Wurst. Aber der Live-Score natürlich enorm wichtig. So, jetzt haben wir nochmal die Scores. Oh, das ist doch sehr eindeutig. 108 für Bon Air, minus 118 für Andrew Griffin. Also auch ein paar Teamtreffer da dabei. Genau, also Andrew Griffins mit minus 118 zu 108. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, gegen so ein dominierendes Spiel, aufspielendes Team von Bon Air, denke ich, gar nicht mal so verkehrt, gar nicht mal so schlecht. Und ja, vielleicht dann mehr Chancen gegen Druckwelle. Es ist so ein bisschen gemein. Also wir haben ja zwei starke Teams, jeweils mit zwei schwächeren Teams in den Gruppen mit drin. Ja, es ist halt, ich meine, sie haben halt die Rückrunde noch. Und in der Rückrunde kann sich nochmal einiges ändern, weil da hast du halt die Chance, okay, ich habe schon ein bisschen was vom Spiel verstanden. Und dadurch, ja, sehen wir schon Leute, die stürmen sie langsam rein. Genau. Freuen sich, dass wir im Fernsehen sind. Ja, man muss ja sagen, wir sind hier live auf der U, da kriegen wir nochmal Bilder mit. Wir haben eine ganz eigene Halle quasi hier für uns. Ja. Das heißt, wer uns besuchen möchte in Dortmund wirklich, wir sind hier in der Halle 6, glaube ich, oder 7. Ja, ich glaube, man, ja, ja, glaub, man hört uns bestimmt. Ich glaube, man hört uns, ja. Man hört uns. Wir haben ja auch nicht nur dieses eine Spielfeld. Also das eine Spielfeld, wo das Turnier ausgetragen wird, alles schön und gut. Wir haben noch ein zweites, ein Backdoor-Feld. Da werden noch teilweise Spiele auch ausgetragen, wo wir euch dann die Scores updaten. Und dann gibt es aber noch ein Feld, was wirklich nur für die Besucher ist. Also wenn ihr jetzt gerade seht, oh, das geht ja richtig ab, dann möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Geht einfach hier in unsere Halle 6, sagen wir es einfach mal, und schaut mal aufs Spielfeld und probiert es selber mal aus. Habt eine Menge Spaß. Ja, definitiv. Also man kann es auf jeden Fall spielen. Lasergame.de kann man sich informieren über das Spiel. Und wie du schon gesagt hast, man kann hier selber spielen, man kann selber mal probieren, man kann sich auch noch Tipps geben lassen. Wir haben ein schönes Turnier hier auf die Beine gestellt. Und ich denke, das sieht auch schon ganz schick aus mit den Bildern. Deswegen lasst doch einfach mal euer Feedback da bei uns auf Facebook oder eben auf Twitter. Oder tweetet einfach Lasergame.de als Hashtag und dann freuen sich auch die Leute. Weil ich meine, man darf jetzt nicht so mit der Erwartungshaltung rangehen von manchen E-Sports-Events, was wir ja sonst kommentieren. Da ist man ja schon sehr hohe Production-Value gewöhnt. Und hier muss ich sagen, ist das eigentlich schon top dafür, dass es das erste Mal ist. Schreibt auch hier den Lasergame.de-Jungs auf ihr Twitter, auf ihr Facebook. Ja, sagt hier, der Paul labert nur Kacke. Vielleicht. Ja. Nein, der macht das schon gut. So, und hier sehen wir auch gerade schon, Bon Air Team Delta macht sich bereit. Da gibt es die Einstimmung, es gibt nochmal ein kleines Briefing hier. Und ich glaube, da wird hier das Alpha-Team ein paar Tipps geben. Okay, los, darauf müsst ihr achten. Und sie setzen sich natürlich auch ihre Bändchen um, damit wir wissen, wer hier welches Team ist. Ja, das ist natürlich enorm wichtig, also das auch für uns quasi. Beziehungsweise, wenn die dann später gegeneinander spielen, müssen wir irgendwie eine Unterscheidung haben. Und wenn die da alle so mit Armee-Klamotten, dann wird es schwierig. Aber wir haben eigentlich auch so Trikots, wir haben auch verschiedenfarbene Bändchen, dass die Spieler umbekommen werden. Also keine Sorge, ihr werdet da im Endeffekt nichts verpassen. Also wir haben für alles gesorgt. Ja, ein bisschen müssen wir uns natürlich da auch einspielen, würde ich sagen. Ja, Lasergame. Aber ja, das kriegen wir hin. Dafür läuft es eigentlich schon ganz gut. Hinter uns habe ich es gerade schon so klatschen und in Stimmung bringen gehört. Ich glaube, die Jungs sind so gut wie bereit, hier aufs Spielfeld zu treten. Genau, also das Spielfeld ist wirklich auch symmetrisch gespiegelt. Das heißt, da hat keine Seite einen Vorteil. Das ist sowohl auf der horizontalen als auch auf der vertikalen Achse dann komplett gleich. Wir haben es jetzt gerade nochmal im Bild, genau. Also so sieht es aus, jeweils mit Spawning Points. Wir haben das Ganze jetzt mal aus Sicht des gelben Teams, also die schwarze Flagge. Da ganz hinten, wenn man dann die Säule sieht, da die weiße Flagge daneben, das ist der andere Spawning Point. Und hier sehen wir jetzt das Team Bon Air Delta. Die werden also links starten, wie eben auch die Teamkollegen. Das heißt, wir werden das Team Druckwelle über rechts ziehen. Ja, Druckwelle dann theoretisch mit gelben T-Shirts, haben sie auch schon an. Ja, wunderbar. Das heißt, diesmal haben wir da auch die T-Shirt-Designation. Na, schau mal, da rufen sie sich ja richtig sogar die Schlachtrufe. Ja, spannend wird es natürlich, wenn die beiden Teams dann nachher gegeneinander spielen. Oha, das könnte der Teamkill sein. Ich hoffe mal nicht, aber letztendlich können halt nur 4 Teams advancen. Das also muss man natürlich auch mit einkalkulieren. Die müssen ja auch nochmal gegeneinander und 2 Teams in jeder Gruppe kommen weiter. Das heißt, sie werden sich zwangsläufig Punkte stehlen müssen. Ja. Ist ja auch ein Unentschieden möglich. Und insofern werden wir das Ganze mal mit Argus-Augen beobachten und werden gucken, ob da vielleicht nicht doch noch, ich will nicht sagen Außenseiter, weiterkommt. Jetzt haben wir es hier, das Team Druckwelle eSports, das sind auch YouTuber, auch die natürlich heizen sich ein.
haben sie hier Management mitgebracht. Da haben wir den Hanzo, den Dende, den Jack, beziehungsweise jetzt in dem Fall sehen wir auch noch den Divey, der mit eingesprungen ist. Also sind hier mit einem Ersatzspieler noch. Sollte das von der Kondition nicht reichen, weil man unterschätzt das. So 7 Minuten die ganze Zeit Vollpower. Das ist richtig hart. Wir haben es vorhin ja mal angesprochen mit der Kondition. So im Spiel denkst du, ach, naja, hier rennt doch mal ordentlich. Und hier geht es dann wirklich auch richtig hart. Und da muss die Pumpe ordentlich arbeiten. Also, ja, wie man sich hineinsteckt. Also, sie haben jetzt sich eigene Waffen auch schon mitgebracht, wie wir das gerade gesehen haben. Die dürfen sie natürlich nicht benutzen. Das sind alles die entsprechenden Software. Genau, die Airsoft. Ja, so soll man es ja sagen, die Airsoft Guns. Jetzt in dem Fall kriegen sie die Lasermarkierer, damit auch Chancengleichheit herrscht. Ich meine, wie gemein wäre das denn? Aber was man dazu sagen muss, sie haben ja auch diese fetten Rucksäcke auf. Die Montur an sich ist relativ dick. Das heißt, du schwitzt erstens mal darunter. Und ich meine, ich glaube, die Rucksäcke sind leer. Aber trotz allem, selbst wenn da nur Attrappen drin sind, das ist halt einfach Sachen, die du auf dir hast, die dich irgendwie runterzerren. Und man sieht dich eher. Man sieht dich eher. Ja, das genau. Ist ganz, ganz wichtig. Also, man unterschätzt das. Man denkt ja, ach, so ein kleines Spielfeld, man sieht die schon alle. Ja, das ist nicht wie ein Ego-Shooter so, ja, sondern wenn du den Gegner halt nicht siehst und du kassierst die Treffer, dann ist es ganz, ganz schwierig. Deswegen, das Allerwichtigste ist einfach die Koordination. Wir haben ja gestern auch gespielt gegen das Lasergame-Team. Und ich meine, so aimen und zielen, klar können die das besser, aber das kriegt man halt auch noch hin. Ja. Viel schwieriger ist es einfach, wenn du nicht weißt, wo sie stehen, aber der Gegner weiß ziemlich genau, wo du stehst, dann halten die nämlich drauf und schießen schon, bevor du überhaupt gesehen hast, von wo der Schuss kommt. Ja, und halt dieses Vorrücken, dass du halt immer so 2 Spieler vorne hast, einen weiter hinten, der dann halt noch die Sicht hat, weißt du? Wenn du einen hinten hast, der ist normalerweise, würde der frei stehen, ja? Der könnte normalerweise Schüsse abkriegen, aber dadurch, dass du die Spieler weiter vorne hast, die ihm quasi das Deckungsfeuer geben, passt es wunderbar und er kann ihnen halt die Sicht geben, kann sagen, hey, guck mal, vorne rechts, der loopt vor, gib da mal ein paar Schüsse drauf ab. Genau, also man muss sagen, das Team ist auch wirklich komplett bunt zusammengewürfelt. Das ist eher Soft-Team, da haben wir Lageristen, Verfahrensmechaniker, Krankenflieger, ja, alles mit dabei. Ja, auch Altersschnitt egal, da haben wir den McKay, schon 43, genau, ja. Der ist dann der Erfahrenste, könnte man auch schon fast sagen, vielleicht. Ja, der erinnert mich auch so ein bisschen vom Aussehen her an den einen Hauptcharakter vom ersten Call of Duty. Okay. Er hatte ja auch so diesen Bart, ich weiß gar nicht, ach Gott, wie hieß der denn noch? Wenn ihr es wisst, dann schreibt es uns mal auf Twitter, das würde mich jetzt interessieren, weil der sieht ihm schon recht ähnlich. Also auf jeden Fall schon so eine typische Kämpferfrisur und Bart, ja, Bartmode ja auch ein ganz großes Thema, ich meine, du lässt ja auch wachsen. Auch, machst du da mit im November? Oder? Ich habe es gemacht, aber ich konnte es nicht länger ertragen irgendwann. Das war mir zu kratzig dann. Also so passt schon, aber mehr wird dann zu nervig. Mehr wächst auch nicht. Nee, das ist nicht das Problem. Aber wobei, es kommt so patchy rein bei mir. Also nicht so schön wie bei ihm hier. Aber Vorsicht, it's cool, man. Ja. Natürlich bloß keine Miene verziehen. Warum die Sonnenbrillen tragen in so einem Raum? Die haben halt Schutzkleidung, was sie von Airsoft gewohnt sind. So, jetzt sehen wir, geht's los. Von Air Delta. Mit McKay, Grinch und Frost. Und dann auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, der gelben Seite, der schwarz-gelben Seite, haben wir Druckwelle eSports. Dandy und Jack. Beziehungsweise Davey, der ihn ersetzt. Ja, also das. Wir haben schon ein bisschen Erfahrung. 2-mal Lasergame gespielt. Ja, aber das ist halt, ich glaube, kann man fast zurückstecken, weil wir haben ja gerade darüber geredet, Taktik ist halt richtig wichtig. Also ich finde auch die Hobbys ganz interessant. Lasergame, YouTube. Fußball und der eine hat Gymnastik, also das könnte vielleicht sogar helfen, sich da Fall. Gut durch die Deckung bewegen. Die Kondition. Und dann haben wir natürlich Battlefield, League of Legends, seit 13 Jahren E-Sports begeistert. Wow. Das muss ja auch was heißen, da kennt man das vielleicht und das sehen wir los schon. Geht's, hier geht's rein. Von beiden Teams mit Tempo los. Oh, der ist ja richtig krass in die Deckung reingerutscht. Problem ist natürlich, da vorne ist ein kleines Gitter und wow, Druckwelle noch nicht mal gestartet hier. Ja, nein. Wir haben da auch schon... Oh, ein Spieler ist schon auf dem Feld. Genau, der hat sich da schon sehr zügig... Ja, erstmal mit der Technik vertraut machen quasi. Weil er saß hier noch im Spawn, jetzt kommt der letzte Spieler, der noch den Breakout machen muss. Und Bonner ist sehr weit vorgerückt. Also sie haben schon erkannt, die Tombstones sind mit die beste Deckung. Ja. Ja klar, das ist, du hast zwischendrin nochmal die Möglichkeit, da zu feuern, wenn man nicht gerade ganz klein ist. Ersten Treffer, den gab es jetzt auch schon. Allerdings auf Seiten von Druckwelle, da hat man getroffen. Das heißt, da hätte man jetzt momentan den Vorteil. So, hinter diesem kleinen Dorito jetzt und ja, jetzt dreht sich das ganze Bonn Air Delta, kriegt die ersten Treffer, raus geht's jetzt. Ja, oh, guck mal da liegt der am Boden und sniped weg. Also das ist natürlich
Ich weiß nicht, ich finde es gar nicht so doll, weil du musst dich dann wegrollen, wenn du plötzlich ein paar Schüsse abkriegst. Also aber auf der anderen Seite hast du natürlich die bessere Möglichkeit, da den Gegner auch zu erwischen. Ja, und wenn du nicht gesehen wirst, ist es natürlich optimal. Aber in dem Moment, wo du gesehen wirst, ich weiß nicht, ob du schnell genug reagieren kannst. Und dann kriegst du eine ganze Salve ab. Wow, wow, wow. So wie er hier gerade. Ja, er kriegt da ein paar gute Treffer ab. Wenn man da liegt, natürlich, ich meine, berechnet denn, dass die Schüsse von unten kommen? Meistens schaust du ja eher auf Augenhöhe nach den Zielen. Das ist wie im Supermarkt, ja, wo alles auf Augenhöhe liegt, was du erwischen sollst. Und auch hier dann erstmal den Blick nach unten zu suchen, das kann schon wirklich eine knifflige Strategie sein. Aber sie kämpfen auch jetzt hier erstmal dieses Spawning. Oh, der Retter vor und wieder reingeschmissen hat. Wow. Also trotz nicht vorhandener Schutzkleidung, muss man sagen, das tat auch weh. Schmerzverzerrtes Gesicht sehen wir da. Voller Körpereinsatz wirklich vom Team Druckwelle. Aber das hat er gut gemacht, weil er ist noch am Leben. Und er hat es natürlich auch dem Spieler hier, der sich so hingekniet hat, die Situation versaut. Weil so eine Top-Position hat er jetzt nicht mehr. Aber hinter diesen Blättern ist man halt auch schon ein bisschen exposed. Also man muss da aufpassen. Hier ist auch der zweite Spieler immer noch im Start drin. Wir haben auf jeden Fall nicht ganz so viele Schutzwechsel, aber man sieht diese Perspektive einfach genial. Man ist treffbar. Man kann treffen durchs Blätter. Man sieht teilweise jetzt auch die nächsten Treffer. Selber sollte er das hier vielleicht mehr nutzen aus dem Blätter heraus. Er hat einen Vorteil, da gehen nur 60% der Schüsse durch. Als Verteidiger das ist einfach, jetzt wird er angegangen, jetzt vielleicht von hinten überrascht. Und dieses schöne Spiel und jetzt geslidet, nein, nicht 2 gegen 1. Hätte er vielleicht noch ein bisschen besser dem Teamkameraden helfen können, aber das ist das, was ich gesagt habe in Sachen Absprache. Klar, das ist halt das, was, wo wirklich Bonn eher einen leichten Vorteil hat, weil sie halt schon häufig miteinander gespielt haben. Und wir zeigen hier immer mal wieder ihn, wie er vorrückt, wie er sich da versucht, eine bessere Position zu erkämpfen. Wir müssen natürlich auch auf die Stellungswechsel der Gegner reagieren. Das machen sie bisher sehr, sehr gut. Und die rechte Flanke haben sie jetzt komplett eingenommen. Und die verstecken sich da, glaube ich, zu zweit hinter dem Dubio. Boah, da kriegt er gut. Und da sieht man -3. Jetzt geht es da runter. Also Druckwelle hat gerade gut ausgeteilt. Ja, es gibt ja aber Teamtreffer scheinbar auf beiden Seiten auch schon. Ja, oh, ja, da geht's jetzt wieder zurück. Sehr viele Teamtreffer sogar auf beiden Seiten. Ja, Bonner konnte jetzt ein bisschen wieder ausgleichen. Aber es ist nicht so eindeutig, wie wir es im vorigen Spiel gesehen haben. Also ich glaube, die geben sich hier weniger. Oh, wieder davor loopt, nochmal versucht, ob er einen Treffer reinkriegt. Aber den Spieler hinter dem Dorito, den hat er gut versteckt. Und er hier hinter dem Tombstone, ja, der steht eigentlich ganz gut dabei. Ja, weiß auch nicht genau, jetzt da ist ein Team. Der wird sogar das Hindernis nochmal bewegt. Die sind ja bewegbar, so ist es ja nicht. Wir haben auch schon die ersten Leute gesehen, wie sie wirklich so ein Hindernis nochmal durch die Gegend geworfen haben. Auch das passiert. Und wenn Handzeichen nicht mehr helfen, wird er einfach gerufen. So, jetzt hier vielleicht. Hanzo ist es, der direkt die Deckung sucht da drüben. Kassiert er den selber. Und jetzt sogar links. Oh, das hat er nicht auf dem Schirm. Die linke Flanke. Linke Seite. Da kriegen sie gut. Aber guter Stellungswechsel. Allerdings, jetzt ist er natürlich auch von der rechten Seite angreifbar. Ah, die kriegen ihn raus. Da muss er laufen. Da muss er laufen, der McKay. Damit hat er nicht gerechnet. Und jetzt auf einmal können sie vielleicht sogar das Spiel drehen. Es kommt ein bisschen Bewegung ins Spiel hier auf Seiten von Druckwelle. Die machen jetzt ordentlich Druck, preschen vor. Und ein Spieler hat hier ein paar Treffer eingesteckt. Aber ich glaube, die machen das sehr, sehr methodisch. Drücken hier gut vor. Auf der linken Seite kommt jetzt hier nochmal ein ordentlicher Angriff. Ja, also das ist auf jeden Fall jetzt erstmal so ein bisschen überraschend für Bonner Delta. Da ist Druckwelle auf jeden Fall ein wenig bissiger, als es Enro Griffins war. Das kann man festhalten. Man sagt, viele Teamtreffer bisher mit dabei, jetzt muss nochmal nachgeladen werden. Ja, Respawn dauert natürlich einige Sekunden. Du musst 20 Sekunden warten, ehe du wieder ins Spiel reinkommen kannst. Das heißt, wenn du am Start bist, meistens gibt es dir dann die Zeit, um wieder zurückzukommen. Ja, genau. Also man hat, oh, der Nächste rausgenommen hier. Oh Mann. Ja, da wird also wirklich mitgefiebert hier. Team Druckwelle da am Rand wird angeheizt, angefeuert. Jetzt vielleicht der neue Versuch, na, vielleicht doch nicht. Nee, die machen das sehr konzentriert, die machen da keinen weiteren Reinpreschversuch. Da haben wir schon vorher gesehen bei McKay, das hat nicht so wirklich gut geklappt. Hat da nicht viele Treffer reingekriegt und stattdessen selber rausgenommen worden. Also so weit, so unbedarft vorpreschen, keine gute Idee. Aber das immer mal wieder rauslucken und dann wieder reinrutschen, das funktioniert schon gut. Ja. Also ich meine, es ist ja nichts Verwerfliches daran, so defensiv zu stehen, wenn man dann die Treffer bekommt. Aber ich meine, wenn man jetzt hier immer in diese Perspektive sieht, dann sieht man, Bonn Air Delta hat eigentlich das Team Druckwelle eSports immer wieder auf dem Schirm. Also man weiß sehr genau, wo sich der Gegner aufhält und kann sofort das Feuer öffnen. Bei Druckwelle sieht das ein bisschen so aus, als würden sie da eher willkürlicher die Stellung wechseln.
aber ich will ihnen da auch nicht zu irgendwie unterstellen. Die werden sicherlich auch ihre Strategie dahinter haben. Ja, also Druckwelle ist jetzt auch wieder mit den Punkten ein bisschen vorne. Also die machen es zwar langsamer, aber dafür ja, doch sehr überzeugend. Und die Vorsicht, die hilft halt auch ganz, ganz stark. Also man kann auf jeden Fall festhalten, es sind deutlich weniger Schusswechsel, deutlich weniger Treffer. Also das kann man natürlich auch sich überlegen, aber auf jeden Fall auf beiden Seiten ein nicht ganz so aggressives Spiel, wie wir das eben vorhin hatten. Ja, ganz anders. Ich meine, überleg mal, 100 Punkte hatten wir da auf Seiten von dem einen Team. Das ist halt schon ein krasser Unterschied. Hier ist es mehr oder weniger, es tendiert immer mehr oder weniger so um die Null rum. Ja, genau. Also Teamtreffer sind mit dabei. Man gleicht das natürlich auch aus, wie du schon gesagt hast. So, jetzt wird es ganz schwarz. Schwarzer Balken. Ja, nicht, weil wir den zensieren wollen. Wir kriegen das noch hin. Und am Ende haben wir natürlich auch eine detaillierte Statistik, dass es wirklich optimal angezeigt wird. Aber momentan, oh, jetzt ist es wieder gedreht. Born Air ist so, da ist er raus, da ist er raus. Beide raus. Oh, das war hier. Kriegt hier dadurch aber, ja, den Vorteil. Zwei raus jetzt. Born Air muss zurück. Face-Check, Schlagabtausch, aber ich glaube, das Spiel ist jetzt auch vorbei. Ja. Und jetzt bin ich da auf den Endstand dann gespannt. Das wechselt hier immer mal wieder wild hin und her. Genau, muss ich auch updaten. Nach also aktuellem Stand wäre dann Bonn eher der Sieger. Zwar auch mit negativen Punkten, aber immerhin. Auf jeden Fall eine knappe Kiste. Also wir kriegen gleich auch nochmal die Endauszählung. Also da wird auf jeden Fall nochmal geschaut von der Technik her. Es ist das allererste Mal, normalerweise auch nicht gedacht für Live-Scores. Wer schon mal Laser-Game-Spielen war, da weiß man, normalerweise gibt es am Ende so die Auswertung. Genau so ist das. Und jetzt in dem Fall, klar, wird das natürlich auch nochmal manuell. Da gibt es Umarmungen. Gut gespielt wirklich, und das kann man auch sagen. Also ja, beide Teams sich gut präsentiert. Ja, das ist aber sehr, sehr kameradschaftlich hier alles. Mit dem Händedruck am Ende. Also GG hier von beiden Seiten. Und es war auch wirklich ein gutes Spiel. Es war halt sehr, ja, sehr viel langsamer als die vorigen Spiele. Aber man hat auch schon gesehen, okay, die überlegen sich, was sie machen. Es ist nicht einfach nur, wir warten sinnlos rum, sondern schon die Aufstellung war wichtig und immer mal wieder rausluken. Also das haben sie schon sehr gut gemacht. Genau, der Punkt ist ja auch, wo biete ich wenig Trefferfläche? Und sobald sich was ändert, also jemand über rechts kommt, kann es auf einmal sein, dass die Seite komplett unsicher ist und man sich dann den Stellungswechsel überlegen muss, vor allem wie. Man kann nicht unbegrenzt nach hinten, und nach vorne ist natürlich besonders riskant. Manchmal kann es aber auch sehr hilfreich sein, wenn man einfach mal nach vorne prischt. Und dann zeigen sich meistens die Gegner alle, und die anderen beiden könnten dann, aber das ist wieder diese Absprache, was ich meine. Ja. Wenn man zu zweit auf einen dieses Focus feiert, dann ist er einfach schneller rausgenommen. Aber wir werden jetzt das Bracket sehen und dann natürlich auch noch das amtliche Endergebnis haben. Werden uns auf jeden Fall deutlich steigern im Verlauf des Tages. Das werdet ihr natürlich sehen. So, und jetzt schauen wir uns mal die Statistiken an. Mal gucken, wie das jetzt letztendlich doch gelaufen ist. Ja, und man muss sagen, es war knapp. Es war extrem knapp. Sieht man viele Teamtreffer zum Teil auch mit drin. Aber ansonsten sehr wenig Schusswechsel. Aber ganz knapp hat tatsächlich das Team von Bonn Air Delta gewonnen. Links eben mit McKay, Grinch und Frost. Trotz der vier Teamtreffer. Die zählen dann quasi minus 8 Punkte. Also schon ein paar mehr Hits hier gekriegt. Ja, also schon ein krasser Unterschied eigentlich zu dem, was wir bisher gesehen haben. Ja, mit 100 also Treffern. Viel weniger Treffer überhaupt. Vielleicht sollten die noch mal ein bisschen Zielwasser trinken quasi. Und zum anderen natürlich muss man sagen, dass wir hier, es war wirklich am Kippen. Es war sehr nah beieinander, und Bonn Air Team Delta nicht so souverän, wie man das jetzt vielleicht gedacht hätte. Also das ist eventuell vielleicht auch einfach noch mal so eine Geschichte, dass das Team von Team Druckwelle durchaus Chancen hat, hier in der Gruppe weiterzukommen. Auf jeden Fall. Weil man weiß ja auch nicht, was ist jetzt stärker, Alpha oder Delta. Ja, das wird sich dann im direkten Vergleich rausstellen. Der kommt erst später. Wir können uns ja mal kurz das Bracket anschauen, wie das da momentan aussieht. Genau. Beide Teams jetzt hier mit, also die beiden Bonn Air Teams mit 3 Punkten. Das Alpha-Team war natürlich viel überzeugender am Start. Richtig. Aber ja, ich glaube auch einfach, Druckwelle war hier vielleicht ein bisschen stärkerer Gegner. Aber man muss auch die Mädels loben, die haben es ja auch gut gemacht. Es war einfach ein deutlich krasserer Schlagabtausch, den wir allgemein hatten. Also es sind viel mehr Schüsse gefallen bei Alpha gegen Andrew Griffins als bei Delta jetzt gegen Druckwelle. Es war viel passiver. Das heißt, wenn weniger Schüsse fallen, ist die Differenz auch nicht so groß. Ja, das stimmt. Kann auch gar nicht so groß werden tatsächlich. Aber trotzdem eine spannende Sache, und wir werden uns im Verlauf des Tages definitiv steigern. Auch die Spieler werden sich steigern, denn nicht jeder hat heute gespielt. Deswegen, es ist ein sehr spannendes Experiment, was wir machen. Zum allerersten Mal Laser Game auf Twitch. Zum allerersten Mal wirklich
dass wir so ein Experiment wagen, ja, und diese Technik ist alles selbst gebaut, das kann man nirgendwo kaufen, man kann nicht sagen, hey, wir nehmen da jetzt mal was, sondern das ist... Aber man kann sagen, hey, hast du mal Bock, das zu spielen? Ja. Und dann suchst du einfach mal auf lasergame.de und guckst nach irgendwelchen Locations. Das funktioniert natürlich auf jeden Fall. Also ja, das ist auch sehr, sehr zuverlässig. Nur eben diese Live-Scores und so, das ist für uns alle ein großes, großes Experiment. Deswegen lasst uns bitte da Feedback, ja, könnt das unten machen, bekommt das hier eingeblendet. Facebook und Twitter auf lasergame.de, natürlich auch auf meiner Facebook-Seite oder auf meinem Twitter, bei dir genauso möglich. Also. GXXX-Schock mit CK. War das jetzt ein, war das jetzt ein X zu viel? Ich glaube, es war ein X zu viel. 2X. 2X. GXX-Schock. Genau so ist es. Ich krieg das ist auch kompliziert. Wobei XXX hätte auch was. Nee, da wollen wir gar nicht hingehen. So, jetzt haben wir hier das nächste Team. Mal. Jetzt haben wir wieder Lasergame Bielefeld, wie sie sich gerade vorbereiten. Auf die nächste Begegnung. Die Überraschung. Ja, die sind schon heiß da drauf. Das ist jetzt unser Team Lasergame Bielefeld. Lasergame Bielefeld gegen Techno Forever Players. Also das heißt, hier haben wir jetzt mal wieder ein Lasergame-Team. Wir sind jetzt wieder in der ersten Gruppe, wenn man dann so will. Im Übrigen nebenbei werden auch, hinter uns ist noch ein zweites Schlachtfeld. Da finden auch Spiele statt, einfach aus Zeitgründen. Wir haben das Ganze gedoppelt ja quasi. Das heißt, wir haben Hin- und Rückrunde, sehr, sehr viele Spiele. Ja, das ist nochmal die Rückbesprechung eben. Da wird sich gegenseitig beglückwünscht hier. Beide Teams haben ja wirklich bei Bonn Air sehr, sehr gut gespielt. Genau, also guter Auftakt auf jeden Fall für das Team von Bonn Air. Die sind ja wirklich komplett angereist. Die haben auch Ersatzspieler, die haben alles mit dabei. Und ja, auch die Lasergame-Teams, dass die jetzt hier aufeinandertreffen. Bielefeld muss ich ja sagen, da habe ich studiert. Gütersloh direkt nebenan, da komme ich weg. Wie man so schön in Ostwestfalen sagt. Oh Gott. Und ja, vielleicht so ein bisschen heimatverbunden, aber auf der anderen Seite Dortmund, hallo. Ich bin Dortmund-Fan, fühle ich mich regional sehr gut aufgehoben. Ja, das ist jetzt, glaube ich, so das erste Mal, dass wir dann auch schon ein bisschen ein erfahreneres Team haben, was jetzt gegen eins spielt, was gerade seine erste Erfahrung sammeln konnte. Jetzt können wir mal gucken, ob auch diese, was wir vorhin gesagt haben, dieses, dass man schon nach einem Spiel so ein bisschen eine Idee hat und auch danach eine Taktikbesprechung machen konnte, ob das jetzt wirklich auch zum Tragen kommt. Ja, vor allem die DJs, ob die da, ne? Die nötige Fingerfertigkeit haben. Da werden sie sich natürlich jetzt auch vorbereitet. Hier die Einweisung jeweils nochmal kurz mit dem Tablet. Es ist alles wirklich hochmodern. Sie haben da Handys mit dabei, die das Signal dann übertragen, sodass ihr den Live-Score sehen könnt. Und es ist eine sehr, sehr interessante Technik. Sind jetzt hier in Gelb aufgelaufen. Das Team von Techno Forever Players, auch die mit zwei Teams. Internet-Radiosender und das Ganze, ja, man sieht schon, Lasergame Deutschland, lasergame.de, die Internetseite, wenn ihr euch da informieren wollt und genauso heiß drauf seid wie wir eigentlich. Ja, wir können ja mal kurz auf die anderen Spielmodi, die es noch so gibt, eingehen. Also da wäre zum einen King of the Hill, wo man quasi eine Box erobert für sein Team. Dann läuft die Zeit für eine gewisse Zeit und man kontrolliert... Zeit läuft für eine gewisse Zeit. Ja, weil die läuft halt für 30 Sekunden für dein Team. Und danach geht es wieder auf eine neutrale Stellung. Das heißt, du musst quasi immer mal wieder die Box markieren für dein Team. Dann läuft die Zeit und dann jede Sekunde ist quasi wie ein Treffer. Und dann hast du halt dieses, so ein schönes Abspiel zwischen, will ich das gegnerische Team mal rausnehmen, rausfragen, oder habe ich halt die Kontrolle über den Genau, es gibt noch viel mehr Spielmodi, es gibt noch viel mehr Waffen. Jetzt sehen wir Techno Forever Players mit Bilbo, Hardfrequenzer und Iron Doom, die sich jetzt direkt bereit machen, natürlich gleich wieder Startsignal tönen, ruhig schon bereit machen, ruhig schon synchronisieren. Das Spiel geht dann gleich los und auf der anderen Seite haben wir Lasergame Bielefeld. Ja, und da haben wir den Ortec, den Marcy und Private Paula. Und Paula. 20, 25 und 34. Und Bilbo, der hat vorhin, der Ortec hat vorhin schon eine ganz gute Geschwindigkeit vorgelegt. Ja, vollkommen richtig. So, da ist das Startsignal und hier bei Lasergame Bielefeld war man jetzt noch nicht ganz so schnell, was... Die ja, lassen sich ein bisschen Zeit damit. Die lassen sich ein bisschen Zeit, definitiv. Da sollten sie natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht am Ende noch den Rang abgelaufen bekommen, denn ich denke, Techno Forever Players sind heiß, sie haben ihr erstes Spiel, die Feuertaufe ja schon bestanden. Ja, und man sieht auch schon, es geht alles ein bisschen differenzierter jetzt los hier. Gibt sich da erstmal in die Deckung. Ganz, ganz gemütlich, ganz, ganz tief auch. Wow.
Und das läuft auch ganz ordentlich bisher. Jetzt auf Seiten von Laser Game Bielefeld hat entdeckt, dass das hier eine ordentliche Deckung ist, wo man einfach schön unten durchkriechen kann. Und ich glaube, die Regenflanke war komplett ungedeckt hier. Ja, man kann durch die Blätter schießen, wie gesagt, so 60% der Schüsse gehen durch. Man ist als Verteidiger natürlich trotzdem besser, weil man kann ja das Gewehr ganz durchstecken. Und dann gehen auch alle durch. Und man wird schwieriger gesehen, aber trotzdem, man ist nicht verwundbar. Oh Mann, da hat er sich aber sehr, sehr weit vorgewagt. Ihr seht schon, er nutzt hier sogar die Säule aus, schießt von der Seite nochmal ran. Oh, jetzt rennt sie sich hier fast um. Oh Gott. Ja. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, Techno Forever Players macht das gar nicht mal geschickt, oder ist... Also sie stehen auf jeden Fall gut da, jetzt hier über rechts, das ist doch schon deutlich besser, als wir es vorhin gesehen haben. Jetzt im Bild natürlich Laser Game Bielefeld. Ja, die liegen ja momentan noch ganz schön weit zurück, also Techno Forever macht es... Oh, guck mal, wie er vorspricht, geht vor bis zur Deckung, aber steht da jetzt einfach ganz, ganz gerade. Und auf der rechten Seite ist die Kontrolle momentan bei T4I, aber die haben einige Treffer einkassiert gerade. Und von hinten schleicht er sich an, der kriegt nicht mal was mit und wird direkt rausgenommen hier aus dem Spiel. Muss zum Spawn zurück. Super gemacht von Laser Game Bielefeld. Ja, richtig, richtig gut gemacht. Also Laser Game Bielefeld hat hier momentan auch die Kontrolle. Ich meine, die spielen das Tag ein, die spielen das Tag aus. Und dann jetzt musste schon der Nächste wieder zurück. Also sie haben ein gutes Zoning. Jetzt über rechts vielleicht, ja, stehen da zu zweit hinter und werden auch gut eingedeckt. Da müssen sie aufpassen, dass das jetzt nicht überhand nimmt, ja, dass sich da vielleicht Techno Forever Players ranpirscht. Wie gesagt, mit dem Deutschland-Trikot auch schon ein bisschen auffällig auf der anderen Seite. Aber sie haben diese Bewegung einfach drauf. So, und falls ihr euch wundert, warum es hier eigentlich ein bisschen anders aussieht, die Scores sind momentan geflippt. Also stellt euch einfach mal vor, Laser Game Bielefeld führt in das Feld an. Es wird noch getauscht später. Es wird noch getauscht, wir arbeiten gerade dran im Hintergrund. Aber nicht davon irritieren lassen, wir versuchen euch hier den richtigen Blick irgendwie rüberzubringen. Also auf jeden Fall schon deutlich mehr Schüsse überhaupt gefallen als im letzten Spiel noch. Jetzt wird dann auch gezeigt, energisch, da ist einer hinter dem Busch. Und gleichzeitig auf der anderen Seite dann nochmal abdecken. Oh, der zieht hier aber sehr gewitzt. Ja. Oh, aber einige Treffer einkassiert mal wieder. Oh. Man muss aber sagen, da wird er getroffen. Oh, wo kommt der Schuss her? Von hinten. Von hinten, das ist natürlich tricky. Ja, das ist bitter. Vor allen Dingen, dass du das nicht merkst, so von hinten angeschlichen. Das ist halt, ja, wenn ich zu Hause sitze, Counter-Strike spiele, habe ich mein Headset auf, dann habe ich den Surround-Sound. Ja, den hast du doch hier auch. Schau mal, wieder. Da einfach rausgenommen. Gott. Rausgenommen. Ja, du hörst nur, dass du getroffen wirst, aber du musst erst mal gucken, von wo kommt der Schuss. Du hast ja nicht diese wunderschönen Hilfsmittel, die man bei Computerspielen hat. Ja, kein Radar, keine Map-Bild, genau. Nichts dergleichen. Ja, nee, also, hier, das ist das echte Leben, das ist Real Life, das sind Nerds in freier Wildbahn, wenn man denn so will. Laser Game Bielefeld gegen Techno Forever Players und ja, Laser Game Bielefeld momentan wieder gut am Dominieren, die Ostwestfalen. Techno Forever ja bunt zusammengewürfelt aus der Republik. Ja, die haben es hier schon auf so 70% des Feldes geschafft, also stehen schon fast auf gegnerischem Territorium, also was heißt fast, sie stehen eigentlich schon fast vor der gegnerischen Basis. Ein Unterschied, den man hier natürlich sieht, sie schauen mit beiden Augen durch, das ist ein Reflexvisier, also das, was man vorhin gesehen hat von Techno Forever Players, nur ein Auge zu kneifen, das ist nicht ganz so optimal, man hat so einen roten Punkt und da schaut man besser mit zwei Augen durch. So, jetzt da wieder diese Handsignale, die Signalgegner sind sehr nah am Spawnpoint dran jetzt schon. Ja, er zielt hier schon direkt auf den Spawn. Das ist natürlich bitter. Oh, auf der linken Seite hat er gerade nicht gesehen. Da war die Möglichkeit, einen Schuss offen zu haben. Also sie stehen jetzt komplett am Spawnpoint. So erkennt man dieser schwarzen Flagge im Übrigen. Ja, da sind sie. Ich fand es sehr schwierig, gestern aus dem Spawn rauszukommen, wenn du erstmal so nah da belagert wirst. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten. Also wir haben danach die Tipps gekriegt von unseren Laser Game Pro-Teams. Die meinten halt, da ist er raus wieder. Ja, der Punkt ist, wenn alle wieder frisch da sind, dass man zusammen rausgeht. Genau, du musst warten. Du musst warten, bis alle wieder da sind. Und dann hast du halt auch die geballte Feuerpower, um halt ein bisschen Deckungsfeuer zu geben. Ja, schau mal, diese schnellen Bewegungen, vor allem mit dem Kopf. Man geht ja, da geht's sogar hinterher. Jetzt will er es wissen, aber sofort ist da jemand da. Nee, beide kommt raus. Er kriegt ihn raus, er kriegt ihn raus. Und jetzt muss er eigentlich selber zurück. Das hat er nur noch nicht gemerkt. Das hat er noch nicht gecheckt. Oh, und jetzt hier von hinten.
von hinten angegangen, der Facecheck. Ja, von zwei Seiten, da wird er, von drei Seiten, da wird er richtig von drei Seiten angegangen. Gott. Schau mal diese Koordination, da steht links einer, rechts einer, niemand ist umgedeckt. So, und jetzt sind sie zu zwei zurück. Jetzt sind sie zu dritt, komplett das Team. Und jetzt einmal warten, sammeln vielleicht und gemeinsam nach vorne, den Laser gegen Bielefeld. Die haben nicht mehr viele Lebenspunkte, die haben natürlich auch kassiert. Das wissen die, deswegen haben die sich ein bisschen zurückgezogen. Ein SRG Bielefeld-Spieler war hier angeschlagen, ist wieder zurück im Spiel und direkt wieder nach vorne durchgerannt. Steht da halt sehr exposed, kriegt jetzt hier gerade einige Schüsse ab. Ja, muss ich noch mal in Backup geben und ja, wir können das jetzt gerade nicht sehen. Jetzt, zwischen den beiden Tombstones. Er macht das sehr clever. Er macht sich die Lücke selber. Ja. Aber ja, da sieht man, jetzt stürmen sie da vorne, aber ständig unter Beschuss. Ja, die laufen halt ohne Deckung vor, das ist nicht sehr koordiniert. Guck mal, die wollen es jetzt wissen, Kamikaze! Rein damit, aber da blinkt es hier. Und wie ein Weihnachtsbaum leuchtet er auf, das war's. Ja, also so schnell blinken, ja, das ist, schau mal, die werden da richtig dominiert. Der steht da schon, weiß, ihm kann nichts passieren. Schön das Hindernis und jetzt hat er den Spawning Pointer richtig im Visier. Ja, jetzt wird es sehr, sehr schwierig rauszukommen. Also sie haben halt noch ihre drei Spieler. Oh, der wird direkt wieder angegangen. Guck mal, der Facecheck. Ja, kann er ihn jetzt rausnehmen? Er hat eigentlich den Vorteil. Er ist mit vollen Hitpoints gespawnt. Ja, aber das hilft ja nichts, wenn du von drei Leuten... Das ist genau der Punkt. Man muss eigentlich so konzentriertes Feuer machen. Das heißt, man muss sich auf einen konzentrieren. Den nimmt man raus, dann schon mal einer weniger, der schießen kann. Und so macht man das dann nacheinander im Endeffekt. Ja, die gibt es nochmal das aufmunterte Klopfen. Aber die Jungs haben hier sicherlich Spaß. Techno Forever. Was sie halt machen müssten, ist eigentlich so die eine Flanke. Oh, das war's schon. Das ist das Signal. Und damit sehr, sehr eindeutig hier an Laser Game Bielefeld gegangen. Um jetzt immer noch den Gedanken zu beenden, was sie eigentlich machen müssen, ist halt eine Flanke komplett zu machen. So wie das jetzt hier gerade bei Laser Game Bielefeld geschehen ist. Ja, also das wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber da musst du erstmal hinkommen. Und wenn du einmal so in der Rücklage bist, dann wird sie an sich erstmal schwieriger werden, da rauszukommen. Wir haben jetzt als nächstes natürlich die andere Gruppe. Also unser nächstes Spiel wird sein Bonn Air Team Alpha gegen Druckwelle. Die haben ja vorhin gegen Delta gespielt. Das war ein sehr knappes Match, da bin ich drauf gespannt. Im Gegensatz in diesem Match, da war das Ganze schon ein bisschen... Das war schon sehr eindeutig. Da haben sie sehr viel Lehrgeld zahlen müssen, würde ich mal behaupten. Aber es ist auch schwierig. Also vom Eindruck her, vom ersten Eindruck, würde ich sagen, Laser Game Bielefeld vielleicht sogar ein bisschen stärker als Laser Game Dortmund. Ostwestfalen gegen Westfalen. Oh, da will ich mir jetzt raushalten. Nicht, das wird, glaube ich, dann zu bitter. Es ist noch schwer einzuschätzen. Also ich will abwarten, bis die dann auch gegeneinander spielen. Aber von Druckwelle, da war ich schon sehr begeistert. Also die haben ja sehr, sehr gut gespielt in ihrem ersten Spiel. Das war eine ganz knappe Geschichte. Ich glaube, das hat sich erst in der letzten Minute dann entschieden für das Bonn Air Delta-Team. Und jetzt müssen sie gegen das Alpha-Team ran. Die hatten eine ganz andere Taktik. Die haben eben, wie du schon sagtest, so eine Barrage gelegt. Die haben nur Salven reingehauen. Und da gab es dann hunderte von Treffern. Bei dem anderen, ja, was 50 Treffer pro Team oder so. Ne? Das ist schon ein krasser Unterschied. Also man merkt, da sind unterschiedliche Strategien gewählt worden auf jeden Fall. Deutschland Laser Game. Der Punkt ist natürlich, wir werden auch gleich die Bob-Air-Teams gegeneinander und die Laser-Game-Teams gegeneinander. Dann wird es wahrscheinlich weniger so deutlich ausfallen. Jetzt sehen wir es. Ja, das Team Iron Doom, Bilbo und Hardfrequenzer, die haben wir ein bisschen auf die Nase bekommen, vor allem der Hardfrequenzer. Oha, 160 Treffer, also der hat sich weit rausgewagt. Und Iron Doom, das sah ein bisschen so aus, als wenn er gar nicht so richtig teilgenommen hat. Hardfrequenzer im richtigen Leben Rechtsanwalt. Oha, Da wird er wohl bestraft für. Ja, muss erst mal schauen, ob das alles rechtens ist. Und hier sehen wir jetzt das Bonn Air Team Alpha mit Maske. Wie gesagt, das haben sie... ihre eigentlichen Sportart, das Airsoft. So, und jetzt auf der anderen Seite eben Laser Game Bielefeld. Also da streiten sich ja fast schon um den ersten Platz, aber der Otek, der hat es gemacht. 86 Treffer, hat nicht einmal getroffen. Und das hat man auch gesehen. Sie haben eigentlich nur den Marcy und Private Pout nach vorne geschickt. Und der, die haben dann ein paar Treffer eingeschickt, aber der Otek hat von hinten einfach nur Feuer gegeben, hat immer nur Feuer gegeben und er hat nicht einen Treffer kassiert dadurch. Also quasi schöne Sniper-Position gehabt. Der Otek im Übrigen auch der älteste, erfahrenste mit 34 Jahren, ist er auch Betriebsleiter einer Paintball-Arena. Das heißt, der hat natürlich oft mit solchen Sportarten zu tun, sind sehr ähnlich, bisschen verwandt, aber Laser Game ist natürlich nochmal komplett was anderes. Wir werden uns jetzt die Brackets auch anschauen. Da haben wir sie nämlich auf Kommando und die spielen dann nebenbei parallel noch. Laser Game Dortmund also auch Punkte gut gemacht offensichtlich.
genauso wie Bonn Air Delta, wer sich da also wundert. Wir spielen nämlich noch parallel auch auf dem anderen Spielfeld. Oha, und da hat jetzt Bonn Air Delta schon das zweite Spiel gewonnen. Gut, das will ich jetzt noch nicht sagen. Wir wollen mal schauen, wie es bei Alpha jetzt geht gegen und Druckwelle. Druckwelle hat auch ein Spiel gewonnen, offensichtlich. Aha. Genau. Also ja. Es kommt auch gerade nochmal, wie ich sage, es ist wirklich komplett geupdatet worden. Druckwelle eSports offensichtlich das Spiel gewonnen gegen Andrew Griffin. Es gibt noch eine Rückrunde, also es ist nicht so, dass es dann schon alles vorbei wäre. Man könnte also noch was gut machen. Andrew Griffin ist so ein bisschen abgeschlagen, aber die Mädels haben vielleicht einfach so einen kleinen Sympathiebonus ja trotzdem. Erste Tendenzen zeichnen sich halt ab. Aber trotz allem, ich meine, Bonn Air Alpha hat ein Spiel gewonnen, Druckwelle hat ein Spiel gewonnen und jetzt gehen sie halt gegeneinander rauf und vorher gegen das Delta Team hat Druckwelle ja schon ganz gut gespielt. Also vielleicht haben sie jetzt die Chance, sich auch mal gegen das Airsoft-Team wirklich auch durchzusetzen und hier noch den nächsten Sieg zu holen, damit gleich aufzuziehen mit dem Bonn Air Team. Weil sonst hätten wir beide Airsoft-Teams hier mit 6 Punkten unterwegs. Ja. Genau, also man kann jetzt schon so langsam ein bisschen das Rechnen anfangen, vielleicht den Rechenschieber auspacken und überlegen, ich meine die Ausgangssituation. Aber der Punkt ist, man hat ja nochmal 3 Spiele auf der Rückseite, das heißt nochmal 9 Punkte, die man auf jeden Fall mitnehmen kann. Nur wenn man sich am Anfang schon schwer tut, das heißt, man muss so die sicheren Gegner rausnehmen. Man muss gucken, wo bin ich vielleicht sogar Favorit, was kann ich machen. Und jetzt, wo man das erste Mal auf dem Schlachtfeld war, für manche Teams ist es ja das erste Mal, kann man vielleicht überlegen, tüfteln wir eine besonders interessante Strategie aus. Ja, so nach Motto, der eine hinter dem anderen. Ich hoffe auch, dass die anderen Teams in den Zeiten, wo sie quasi ihre Pause haben, wo sie sich ein bisschen erholen können, wieder runterkommen können, auch die guten Teams jetzt mal anschauen und vielleicht ein bisschen von den Strategien was abschauen. Weil zum Beispiel diese Sache, die wir vorhin von Martin gesehen haben, wo er so auf die Balustraden raufgeklettert ist und so, das haben wir jetzt bei den anderen Teams noch gar nicht gesehen. Und ich da musst du auch erstmal drauf kommen. Also ganz im Ernst, als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch so, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ja, du denkst so, diese Spielfeldbegrenzung, ja, ist Begrenzung, gehört nicht zum Spielfeld, aber die Begrenzung gehört auch zum Spielfeld. Und wenn man da halt hochklettert, ich meine, hi, warum denn nicht? Eben, man hat alles ein super Schussfeld von oben herab, kann man dann alles, aber auf der anderen Seite ist man auch ein leichtes Ziel. Das heißt, man muss auch gucken, dass man im Zweifelsfall schnell, vielleicht mit einer Hechtrolle runter. Oh Gott, oh das wäre nochmal schön. Das wäre verrückt. Hier also. sind auch ein paar Jungs, die Parkour machen, die haben wir gestern auch gesehen. Die hätte ich gerne mal im Lasergame spielen gesehen, weil stell dir mal vor, die machen da mit Salto drüber. So eine Rolle einfach wie in einem Actionfilm. Das wäre schon cool. Du hast ja gestern noch so angesprochen, so mit 2 Guns rein, dann so ein Salto in der Luft. Das Schöne ist, wenn man mal richtig Lasergame spielt, also was heißt, wir spielen ja auch schon richtiges Lasergame, aber wenn man das jetzt mal nicht im Turniermodus macht, sondern mal sich das Ganze anschaut auf lasergame.de, wo es das gibt, man könnte es ja theoretisch so vereinbaren, man könnte es theoretisch ja so machen mit 2 Guns. Das ja, geht. Klar. Auf jeden Fall. Ja, dann musst du aber auch doppelt Punkte einstecken. Ja, also nicht nur austeilen, du musst auch einstellen. Aber man kann ja alles einstellen. Man kann die Lebenspunkte einstellen, man kann die Waffe sogar einstellen. Es gibt Sniperwaffen, es gibt Maschinengewehre. Wir haben jetzt auf Pistolenmodus, dass man immer wieder triggern muss. Aber man kann auch Maschinengewehr einstellen, ja. Eine AK. Einer meiner Lieblingsmodi war immer 2-1. Da hast du quasi zwei Lebenspunkte und einen Schuss im Magazin, der halt auch einen Treffer macht. Das heißt, du kannst einen mit 2 Schuss rausnehmen, musst aber nach jedem Schuss nachladen. So ein bisschen Sniper-Game, war sehr taktisch. Du gehst immer in 2er-Teams los, dafür hast du halt irgendwie mehr als, also so ab 4 Teams. Und das macht es schon sehr, sehr geil. Das heißt, man muss beide Treffer auf einem landen. Ja, also, naja, gut, ich meine, dass beide denselben anvisieren, ist eigentlich eher selten der Fall, weil dann sind auch beide exposed. Also, ist aber schon ein ziemlich geiler Modus. Macht sehr viel Spaß, gerade in den Outdoor-Arenen. So, da haben wir die Turnierleitung natürlich hier fleißig bei der Arbeit. Hier wird im Background natürlich eine ganze Menge gemacht. Ich sag's eben nochmal, es ist das allererste Mal eine komplett neue Technologie. Es wurde so noch nie gemacht. Es wird von uns getestet und deswegen auch von euch würden wir uns sehr über Feedback freuen. Entweder hier unten eben auf Facebook, auf Twitter, lasergame.de oder bei uns eben. Genau, ihr könnt es auch direkt schreiben, einfach auf mori09 auf Facebook, auf Twitter. Bei mir genau dasselbe. Ich habe hier versucht, den Twitch-Chat zwischenzeitlich aufzumachen, aber das hat nicht ganz so gut geklappt. Twitch, wir können leider das Twitch nicht checken, aber wenn ihr uns auf Twitter schreibt, da schauen wir immer mal nach, schauen wir immer mal rein, guckt, was ihr halt so schreibt. Ja, vielleicht kann uns ja jemand einen Screenshot machen von den ganzen Kappas im Twitch-Chat. Oh ja, bitte, das wäre natürlich... Ich retweete das dann auch. Aber jetzt hast du Kappa erwähnt, du weißt, dass jetzt diese Kappa, Flut Kappa, kommen Kappa. Wird. Kappa, Kappa, Kappa. What song is it? Am besten in der Pause. Ne? Oh ja, bitte, ich will es hören. Vielleicht haben wir ihn ja live hier.
Also ich glaube, in der Halle hier treten nachher auch noch YouTuber auf und sowas. Also genau, also hier sind viele bekannte YouTuber, die dann noch kommen werden. Ich glaube, so Alberto, LeFloid und solche Geschichten werden hier dann auch live auf der U sein, also in der Jugendmesse. Wer also jetzt in der Nähe von Dortmund hockt und denkt, könnte ich eigentlich noch hin, macht es auf jeden Fall. Ja, hier ist die Anstehschlange, ja, da freut man sich. Die Jugendmesse werden hier live auf dem Bildschirm live. Hallo, ihr seid im Internet. Stehen an. Man kann hier nämlich auch selber spielen. Man kann selber sich anstellen und das mal austesten. Wir haben hier nämlich insgesamt 3 Felder. Wir haben die komplette Halle für uns. Ja, das ist die Lasergame-Halle. Und ja, ihr könnt es einfach ausprobieren. Also, wenn ihr jetzt gesehen habt, okay, alles klar, ich wohne hier in der Nähe oder ich wohne im Port, ich fahre eine halbe Stunde dahin. Ja, dann kommt einfach vorbei und spielt einfach. Ich glaube, momentan ist die Schlange auch gar nicht so super lang. Und also, bringt Kekse mit. Kekse? Ja. Kekse wären gar nicht schlecht. Kekse wären jetzt eigentlich imbar. Ja? Bringt uns Kekse. Kekse. Wir haben auf jeden Fall ein sehr straffes, sehr schönes Programm für euch. Wie gesagt, als nächstes dann Druckwelle gegen das Team von Bonn Air. Diesmal wieder der Alpha Squad, den wir sehen werden. Druckwelle hat sich extrem gut gegen den Delta Squad geschlagen. Ich fand den Alpha-Squad, beziehungsweise ja, ist die Frage, welcher Squad ist der Stärkste? Welcher ist besser? Also ich kann es noch nicht so richtig einschätzen. Also eigentlich würde man jetzt intuitiv sagen, so der Alpha-Squad ist besser, weil man sagen würde Alpha oder so. Ich weiß, ich war bei der Bundeswehr, da war das nicht so. Charlie-Zug war der Beste. Das war deiner, ja? Ja. Obviously. Natürlich. Wobei, ich war auch in Alpha, ich war beides. Das geht? Ja, du wirst manchmal hin und her gewechselt. Ah, okay, okay. Ja, naja, also sie machen sich jetzt hier bereit, da werden ganz genommen und natürlich die Sturmmänner angelegt. Was mir sehr schön an Druckwelle gefallen hat, sie haben sich eben nicht so einschüchtern lassen von diesem, man könnte sagen, martialischem Aussehen. Die haben ja auch alle komplett die Teamtags da drauf, während wir ja bei Druckwelle, das ist Multigaming-Clan, muss man sagen, die machen ja alles. Die machen StarCraft, die machen League of Legends, die machen Shooter, die machen Final Fantasy, die machen, ja, sehr, sehr viele Sachen, machen eben alles, auf YouTube. Was um Zocken geht, irgendwelche Let's Plays. Also so wie ich das gehört habe, der Hanzo und der Dender haben beispielsweise auch wohl einen YouTube-Comedy-Kanal, haben sie gesagt. Danny Games, glaube ich, war das irgendwie so? Danny Games? Nee, Hanzo Games, glaube ich. Echt? Ah, keine Ahnung. Irgendwie sowas, könnt ihr mal schauen. Ich kenne nur Hattori Hanzo. Hanzo. Kennst du den? Ja, von Kill Bill. Sehr schön. Also auch ein Tarantino-Fan, ja? Also ich muss ja sagen, Tarantino ist einfach ein Top-Typ, ja? Aber selbst der könnte das Drehbuch nicht so geil schreiben, wie dieses Spiel hier ist. Was eine Überleitung natürlich, war ich auch auf das nächste Spiel bezogen, weil die werden genauso die Fetzen fliegen lassen. Auf jeden Fall, ich will da wieder ordentliche Slides sehen. Die haben sie ja vorhin schon super hingebracht. Ja, so, und da das machen sie sich kann bereit. Druckwelle auch. So, jetzt bin ich wirklich gespannt. Also vorhin waren es weniger Schüsse. Wir haben ja auch wirklich inzwischen schon Cheerleader mit dabei, muss ich sagen. Die Enroll Griffins, die waren teilweise auch ehemalige Cheerleader, die stellen sich bereit, drücken vielleicht eher Team Druckwelle in die Daumen. Einfach, weil man in dieser Gruppe dann eher als Außenseiter gestempelt wird. Vielleicht will man aber auch einfach nur spionieren, schwierig zu sagen. Ja, ich meine, es würde ihnen halt momentan ohnehin nicht helfen. Sie müssten halt dann irgendwie ein Team anfeuern, was gerade auch wenig Punkte hat, damit es wieder ausgeglichen wird. Aber jetzt haben wir hier Druckwelle. Genau, da wollen sie vielleicht sogar Druckwelle studieren als nächsten Gegner. Ja, die haben wir jetzt hier. Also, wir haben auf der rechten Seite in Gelb mit dem Startsignal das Team von Druckwelle mit Hanzo, Dende und Jack. Ja, und auf der anderen Seite haben wir Bonn Air, die machen sich hier schon bereit. Da gibt es den Stealth, den O'Neill und Age. Also das sind natürlich Namen. O'Neill, ja. Denke ich hier, Colonel O'Neill, Stargate. Stargate Old Times. Ja. Oh, da rutscht er auch schon rein hier in die Deckung. Aber oben der Kopf ist exposed, da muss er sich noch ein bisschen nach hinten lehnen, sonst können sie ihn hier direkt ausvisieren. Ja, vollkommen richtig. Also der erste Treffer auf jeden Fall schon ausgeteilt. So, und dann kommt gleich die nächsten, macht die ganz große Augen, aber wie gesagt, die geben sich dann nicht so einfach geschlagen. Momentan Bonn Air Alpha. Guck mal, wie er da reinrutscht, ey, direkt unter das Cover gerutscht. Ja. Und genauso muss es aber auch machen bei den Doritos, weil die sonst zu wenig Deckung bieten. Gerade dieses kleine Ding hier. Ja, so, sie stehen da jetzt erstmal ein bisschen passiv. Wir haben ja vorhin gesehen, die Kollegen hatten es nicht ganz so einfach. Müssen auch aufpassen, was Teamfeuer angeht, was sowas angeht. Ja, weil es gibt Streuung, man kann es einstellen, die Streuung sogar. Ja, also es ist jetzt weniger Streuung, als es früher der Fall war. Das heißt, du kannst schon solche Schulterschüsse machen, aber es ist immer noch die Gefahr da, du musst ein bisschen aufpassen. Habe ich jetzt gerade meinen Teamkollegen angeschossen. Ja, also aber Druckwelle. Oh, guck dir diese Action an, im Hintergrund. Richtig gut, wow. Richtig gut. Sowas wollen wir sehen.
Also hier, aber ähnlich zeichnet sich auch ab. Weniger Schusswechsel als im Spiel vor ihm. Das heißt, hier wird häufiger auf die Deckung gesucht. Ja, sie machen das jetzt. Oh, das wird ganz sneaky da unten jetzt gleich. Wird er ihn sehen? Da schaut er. Und er hat nochmal gepumpt, der hat nochmal Luft geholt. Jetzt bricht er vor. Jetzt da, schau mal, wie die da bereitstehen. Schnell nochmal, aber jetzt. Und wieder reingerollt in die Deckung. Und nicht rausgenommen. Also beide Spieler sind hier noch am Leben. Da hat er selber gerade den Kopfkuss draußen gehabt. Er hat aber viel einstecken müssen. Ja, direkt vor ihm ist jemand. Oh, jetzt holen die aber gut auf. Jetzt kriegt er gut Treffer raus. Jetzt muss er erstmal identifizieren, von wo kommen die Schüsse. Aber Bon Air Alpha rächt sich sofort. Ja, das ist Payback. Jetzt marschieren sie auch weiter vor. Aber sie machen es genauso, wie wir es beim Delta-Team gesehen haben. Ein Spieler weiter hinten und die restlichen preschen vor. Ja, da ist ein bisschen offensiv jetzt. Kassiert viele, viele Schüsse, kann aber auch dadurch jetzt so ein bisschen die Positionen aufdecken. Da sehen sie hier zurück. Ja, aber das heißt auch zwei Spieler mit vollem Leben. Da vorne jetzt das Duell direkt. Da steht dann Spawning Point. Ja, und hier schon wieder sehr, sehr weit vorgerückt bei Bon Air. Hat sich hier schon eine ordentliche Position gemacht hinter dem Lasergame, hinter dem Plakat. Und das gibt eigentlich ein halbwegs gutes Cover. Man muss ja auch ein bisschen Geduld haben, jetzt läuft er durch und kriegt er da freie Schussbahn. Jetzt gerade nicht und schau mal dahinter. Man sieht da, die bauen sich da auf, das sieht er jetzt noch nicht. Vielleicht von oben drüber, sie sind ja beide da. Na, das sind vielleicht ein bisschen zu hektisch jetzt gerade. Das hat sich vorhin besser gemacht. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel Action gerade. Jetzt hat er hier sogar seinen Sturmband verloren. Ah. Das muss er natürlich sofort wieder aufsetzen. Das wäre quasi Cheating, die einzige Möglichkeit, wie du wirklich cheaten kannst. Das Sturmband in die Tasche stecken, aber uns entgeht natürlich nichts. Richtig mit Sturmfrisur heute. Aber da, bis Fernglas jetzt. Also man weiß, wo der Gegner ist, aber man... Ja, man kann die Gun schon sehen, aber an der Gun kannst du halt nicht getroffen werden, im Gegensatz zu manch anderen Laser-Tech-Varianten. Also hier ist es wirklich sehr realistisch, du kannst wirklich nur am Körper getroffen werden, die Gun zählt nicht. Ja, man kann das natürlich alles so mit den Sensoren ausstatten, wie man möchte. Man ist da sehr, sehr variabel. Es ist trotzdem 360 Grad rundum möglich, getroffen zu werden. Minus 34. Das ist bisher kein Teamtreffer im Übrigen, auch das machen sie besser. Und gegen so ein dominierendes Team, also man merkt Alpha vielleicht ein bisschen besser tatsächlich sogar als Delta, auch da steht Druckwelle sehr stabil. Jetzt kommt hier die Teamabsprache. Vielleicht können sie jetzt irgendwie mal einen koordinierten Vorstoß wagen. Ja, da wird nochmal ein Signal gesetzt. Und jetzt kommt hier das Deckungsfeuer. Aber er wird auch viel kassiert getroffen. Kassiert er gut, kassiert gut. Und jetzt, der gewagte Vorstoß. Aber zurück zum Spawn erstmal. Ja, also da sieht man jetzt die Punkte natürlich purzeln. Hat aber selber auf der anderen Seite auch ein bisschen ausgeteilt, sodass sich das in Grenzen hält. So, jetzt der große Sprung. Also wenn ich gerade blinkt immer wieder, nimmt er auch einen raus wieder. Oh, das ist ärgerlich. Der ist schon raus. Aber schau mal, jetzt hat er selber kassiert, weil er gedacht hat, ich kann ihn noch abschießen. Der war schon abgeschossen und dann Hat nicht richtig aufgepasst. Also immer wenn es kontinuierlich leuchtet, dann hast du den Spieler schon rausgenommen. Und ich glaube, da wollte er einfach gucken, okay, vielleicht kann ich da noch einen Schuss abgeben. Der war schon raus. Oh, das ist schön, das ist eine geile Position. Schau mal, wie der jetzt Punkte gut macht wieder. Ja, das war super gelungen. Jetzt wird entdeckt und sofort gibt es wieder eine Schelle und jetzt ist er raus. Er ist raus, jetzt kann er nicht mehr feuern. Das habt ihr gerade nicht gesehen, aber von hinten hat sich hier einer angeschlichen, hat ihm von hinten wirklich eine ordentliche Salve raufgegeben, weil sonst wäre es eine super Position gewesen. Jetzt ist gerade 2 gegen 2. Und der letzte Spieler ist hier wieder zurück im Spiel. Druckwelle drischt jetzt vor, reingerutscht in die Deckung. Also das sieht man von den Jungs ohne Protection quasi mehr Slides als von dem von Bon Air Alpha. Aber das gibt ordentlich blaue Flecke am Ende. Ja. Also wenn die als Punkte dazu zählen, ich glaube, dann hat Druckwelle hier das Spiel gewonnen. Ja, das definitiv. Aber also ich meine, wenn man gerade gesehen hat, wie stark so ein Team dominieren kann, dann schlagen sie sich extrem gut. Jetzt von hinten, von der Seite ran. Da, ganz so geschickt, da geht's direkt ran. Und sofort wieder zurück. Schau mal, die rutschen da teilweise auch auf dem Boden aus. Aber das ist halt die Gefahr. Er steht noch. Genau, das ist die Gefahr. Ja, er lebt noch. Nein, bitte nicht.
der Face-Check, ja, die Gefahr, wenn du dann nur alleine raufgehst, direkt auf ihn zielst. Und dann feuern und dann, alle auf dich. Eben, dann feuern alle auf dich. Du gibst ein paar Schüsse ab, aber wenn du ihn nicht rausnimmst, kann er dich auf dem kompletten Rücken erwischen. Nicht nur das, sondern die können alle mit draufgehen. Die können alle mit draufgehen. Jetzt haben sie endlich mal eine gute Position erwischt. Also Druckwelle, jetzt endlich mal eine Position. Aber können sie es noch zurückholen? Minus 56 Punkte. Genau sowas will man aber, so ein Dreieck. Dann hat man einfach die größtmögliche Schussfläche. Und kann sich einfach gegenseitig Deckung nehmen. Also genau so. Gerade hier der zentrale Spieler allerdings hinter einem sehr kleinen Hindernis. Da will er weg. Das heißt, er ist jetzt derjenige, der eigentlich nach vorne preschen müsste, um dann wieder das Dreieck quasi aufzuklappen. Das ist aber schwierig. Man sieht, der Weg ist weit versperrt. Er könnte jetzt nach vorne gehen. Das wäre eine Option, da wirklich mal mutig nach vorne zu gehen. Da ist er zwar direkt nah am Gegner dran, aber sagen, das ist ja egal. Hinter den beiden Tombstones stehen ja wirklich auch schon die Gegner. Und also er hätte direkt die Deckung dann. Das wäre ja egal. Er hätte ja direkt die Deckung von links und rechts. Also das wäre vielleicht ein ganz interessanter... So, und jetzt, das war das Game. Das war's, aber gut gespielt auf jeden Fall von Druckwelle. Bonnet Alpha macht's, da kommt die Siegerfaust. Ganz lässig, ganz cool mit diesen Sonnenbrillen. Ja, und jetzt erstmal ein Eis für alle. Ja, genau so ist es. Ah, da spürt sich hier die Verwundung. Da hat man dann vielleicht doch ein bisschen zu hart reingeslidet. Ja, ich glaube, die müssen jetzt erstmal hier ihre blauen Flecke zählen. Aber man muss sagen, wirklich gut gemacht auf jeden Fall von Team Druckwelle. Und da sind wir natürlich jetzt richtig gespannt, wie das dann auch ausgehen wird, wenn wir Bonnet Alpha gegen Bonnet Alpha, also quasi Alpha gegen Delta, so Bonnet Air gegen Bonnet Air gegeneinander spielen haben. Druckwelle allerdings für mich auch in der Lage, wenn sie sich noch weiter steigern, dann könnten sie vielleicht gegen Delta, das etwas schwächere Team, vermeintlich, zumindest das wir sehen können, vielleicht sogar rausnehmen und wenn sie ein bisschen Glück haben, punktgleich nachziehen, dann ging es in die Ties. Also es ist nicht alles vorbei, auch wenn es jetzt erstmal sich die Favoriten doch schon gut durchsetzen. Aber ich meine, es wäre ja auch ärgerlich, wenn man Tag für Tag quasi rausgeht, zusammen trainiert und das dann mit der Absprache nicht passen würde, oder? Also es muss sich ja irgendwie auch bezahlt machen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie hier wirklich die Statistiken Score, aussehen. Genau. Oh, 116 Treffer hier auf Seiten von Bonair, nur 3 Teamtreffer. Ja, das ist eigentlich ganz ordentlich. Also ich glaube, das kann sich schon sehen lassen. Ja, also gerade O'Neill jetzt, Colonel O'Neill quasi, wenn man so möchte, macht natürlich die meisten. Ist kein einziges Mal getroffen worden. Schau es mal an, er hat 58 Mal getroffen und ist nicht einmal getroffen worden. Aber genauso sieht es aus bei Dende. Dende ebenfalls nicht einmal getroffen worden. Der einzige im Team mit einer positiven Statistik. Also das waren die beiden Backup-Player, die wir jeweils sehr weit hinten gesehen haben. Genau so ist es. Aber schon erstaunlich eigentlich, dass Dandy das geschafft hat, weil das war schon sehr, sehr schwierig auf Seiten von Druckwelle, weil die ja sehr, sehr weit hinten standen. Richtig. Das heißt, da hast du gar nicht so diese Distanz zum Gegner und es ist sehr schwierig überhaupt. Wir schauen uns das jetzt mal in den Brackets an, wie das dann aussieht. Ja. Genau, jetzt haben wir die Punktetabelle geupdatet. Wie gesagt, sie spielen auch noch hinten parallel, wir haben eine Hin- und eine Rückrunde, die Lasergame-Teams bisher ungeschlagen jeweils. Jetzt wird sich das ändern, weil sie aufeinandertreffen. Ähnlich bei den Bonn-Air-Teams. Druckwelle hat sich schon durchsetzen können gegen Enrogue Griffins, die noch ein wenig sieglos sind, die Damen. Aber wer lässt sich schon davon entmutigen, dabei sein, das alles. Und ich meine, sich zu präsentieren, beim allerersten Lasergame-Turnier auf Twitch oder überhaupt dabei zu sein, was auf diese Weise übertragen wird. Ich denke, da schreibt man so ein bisschen auch Geschichte, oder, lieber Paul? Auf jeden Fall. Und ich denke, gerade hier für das erste Team, die freuen sich da auch richtig. Das ist eine ordentliche Promotion für ihr Team. Und mit der Leistung, die sie so bisher gegeben haben, da können sie auch sehr, sehr stolz drauf sein. Definitiv. Also sie sind da schon, denke ich mal, extrem stolz. Für alle Teams ist das neu. Also selbst für die Lasergame-Teams, die haben vorher noch nie an so einem Turnier teilgenommen und die waren alle super aufgeregt. Also gestern haben wir waren bis 12 Uhr nachts noch hier, haben an der Technik geguckt. Wie gesagt, die löten das teilweise selber, programmieren das alles selber. Das ist, das kannst du so gar nicht kaufen alles. Da wird gewunken, jetzt haben wir das Team Lasergame Dortmund mit der Nasty. Die hat sich da extra ein schickes grünes T-Shirt übergestreift, nur für dich, Paul. Ich glaube, die sind jetzt hier als nächstes dran, oder? Ja, wir haben ja natürlich jetzt unsere Aufstellung. Als nächstes haben wir nämlich tatsächlich Team 4 gegen 1. Das heißt, Lasergame Dortmund wird als nächstes dann spielen. Logischerweise dann gegen das andere Lasergame-Team, gegen Lasergame... Gegen T4E-Game. Stimmt, gegen Techno Forever Games. Okay. Mhm. Also ich meine, Techno Forever Games war, glaube ich, leicht besser als das Techno Forever... wie heißt das andere Team? Das Core-Team vermutlich? Players. Ah ja.
Games und Players. Hm, gut. Sich da schön. Also wer jetzt da, also rein vom Namen kann man da keine Aussage machen, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass das T4E Games ein bisschen besser dastand in den Kämpfen. Ja, das ist richtig, das würde ich sogar auch so unterschreiben. Aber Laser Game Dortmund hat die größte Erfahrung bisher mitgebracht. Also da sind Spieler dabei, die schon sehr, sehr viel länger spielen als der Rest. Vielleicht die Nasti nicht, die ist 17. Aber der spielt ja auch schon ein ganzes Jahr, glaube ich, so wie ich das gehört habe. Ja, aber der Martin spielt seit der ersten Stunde, schreibt er hier. Ich glaube, das haut nicht hin, weil Laser Game gibt es schon seit 94. Also vielleicht nicht ganz die erste Stunde, aber das waren ja auch damals noch die also ersten Controller, die da zusammen... Fieber damals. Ja, 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 da gehe ich mit, da gehe ich mit. Und ich meine, man kann ja ehrlich gesagt, wenn man so möchte, seit der ersten Stunde, das ist das erste Turnier so auf Twitch, was übertragen wird oder überhaupt groß übertragen wird, kann man schon sagen, dass das jetzt auch noch so, eine Stunde ist lang, du weißt. Kann sich auch mal ein paar über Jahre hinziehen, aber von mir aus auch gerade die zweite, eine neue Ära, sagen wir, die zweite Stunde hat angebrochen. Ja, also was ich mir auf jeden Fall schon mal wünschen würde für das nächste Mal, wenn wir so ein Lasergame-Turnier hier auf Twitch haben oder auch generell. Sollte, wie gesagt, das hängt auch so ein bisschen von eurem Feedback ab. Das hängt von eurem Feedback ab, auf jeden Fall. Also wenn ihr sagt, das ist eine geile Sache, schreibt uns das. Schreibt uns gerne auf Twitch, sagt, ey, wir wollen mehr Lasergame sehen. Und ja, dann versuchen wir das natürlich auch einzurichten. Genau. Also was ich mir da wünschen würde, sind einfach noch mehr Spielmodi, weil es gibt so viele Möglichkeiten mit diesem Lasergame Guns, mit diesem System, was die haben. Da kannst du wirklich unglaublich viele Sachen machen. Capture the Flag ist möglich. Dann gibt es natürlich solche Modi, wie wir es bei Counter-Strike kennen, Defuse the Bomb, wo man sich dann halt, wo man ein kleineres Team hat, was dann quasi die, ja, die Terroristen, sage ich mal, sind. Wie man es von Counter-Strike kennt. Genau, halt. Also, versteckt sich mit der Bombe. Um es kurz mal aufzulisten, wir haben Capture the Flag möglich, King of the Hill, es gibt mit den Bomben Team Deathmatch, es gibt Sniper-Modi, also es gibt einfach so unfassbar viel. Wir sehen jetzt das nächste Bonn-Air-Team, wie sie sich da was überstreifen, aber wir sehen als nächstes tatsächlich Laser Game Dortmund gegen TVE Games. Trotzdem bereiten sich da so ein bisschen vor. Das Ding ist, sie werden ja gleich gegen ihre Kollegen spielen. Ja, das ist auf Backyard, glaube ich. Ja, Backyard wird dann das, der Teamkill ausgeführt. Das ist eigentlich ein bisschen schade, das hätte ich schon gesehen. Ja, wir werden aber Hin- und Rückrunde. Ich glaube, es gibt noch die Rückrunde. Und ich denke mal, da werden sie schon zusehen, hier unsere Turnieradministratoren, dass das dann hier auf dem großen Feld gespielt wird. Wir werden alles sehen. Wir werden, im Prinzip ist es ja auch so, jedes Team macht nur zwei Games hinten. Alles andere übertragen wir. Das heißt, ja, also Großteil wird übertragen, genau so ist es. Und aber man muss jetzt auch sagen, es ist das vorletzte Spiel, welches wir hier von der Hinrunde jetzt übertragen werden. Oh, okay. Ja. Ist, oder? Habe ich das ja, doch, jetzt das, falsch? Ja, doch, das ist korrekt. Alles korrekt, alles korrekt. Alles wunderbar. Korrekt. Ja, das genau so ist es. Das heißt, danach könnten wir halt schon die Rematches sehen und dann auch sehen, wie sie sich verbessert haben. Die haben ja auch schon ein paar Spiele im Backcourt gehabt und dementsprechend sollte es bei allen Spielern inzwischen deutlich koordinierter vorgehen. Aber unsere Teams, die bewegen sich jetzt hier gerade schon aufs Spielfeld. Techno Forever, da haben wir das Team mit ihren Team-Shirts. Die sehen viel motivierter aus als im ersten Spiel. Ja, definitiv. Also jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Kraft getankt, haben wir auf jeden Fall gute Musik immer am Start, das kann man sagen. Also Techno Forever Games und Laser Game Dortmund bewegt sich hier auch schon. So, also wir sehen jetzt hier im Bild in grün auf der linken Seite Laser Game Dortmund mit Nasti, mit Simatek rechts und mit Teddy, der Mann auf der linken Seite. Und da geht's auch schon los. Startpfiff gibt's hier und er geht direkt in die Deckung und runter. Jetzt stimmt es übrigens auch mit dem Overlay. Ja, jetzt haut alles hin. Na wunderbar. Und hier haben wir auch schon Techno Forever Games mit der Raver, mit Bass Rider, mit Travel Dance. Genau, und da ist die Frage, ob am Ende auch so ein Dance dann hinlegen wird, vielleicht, wenn es Ding gewonnen hat. Siegestanz wäre schon geil. Siegestanz. Ja, ob man sich da von so einem 17-jährigen Mädel wirklich vernaschen lässt und man sieht, Techno Forever scheint da sehr gut gerade. Sehr guter Start. Schon 12 Tags reingekriegt. Und Nasti versucht hier ein bisschen weiter vorzupreschen. Hat auch wieder die sehr gute Deckung da gefunden. Also ich muss sagen, der Deckung, wo sie gerade steht, ist mein Lieblingsdeckung mit. Ja. Auf das diesem Feld. Ja, aber jetzt sieht man auf jeden Fall, sind sie da richtig am Vorpreschen. Da geht's über die Seite und da kriegen sie den ersten raus. Und ja. Es wird verkürzt, aber tatsächlich ist es so, es ist wieder vertauscht diesmal leider. Ach. Aber macht nichts. Also wir haben auf jeden Fall gerade gesehen, auch Techno Forever Games hat gut austeilen können. Aber man sieht einfach diese grünen Pullis von Laser Game Dortmund. Steht auch Laser Game drauf, ist Laser Game drin. Oh, jetzt nochmal dieses Update gerade. Also da ist es schon so, dass sie gut vorliegen. Aber sehr aggressiv auch, sehr aggressiv. Trotzdem
hatten wir schon Kills auf beiden Seiten jetzt. Die verkürzen gut. Das kam gerade hier der Ausgleich so ein bisschen. Also ein paar Kills kamen hier gerade rein für Tekken Forever. Konnten sich jetzt hier ein bisschen weiter vorarbeiten, aber sie sind trotzdem noch tief in ihrer eigenen Hälfte drin. Ja, man ist so ein bisschen ängstlich, wenn man dann gegen so ein dominantes Team spielt. Ist es aber auch das Einzige, was man machen kann, so defensiv spielen. Jetzt muss man da zurück. Oh, da gibt sie Kommandos. Das jüngste Teammitglied gibt hier die Kommandos und wagt sich da mutig nach vorne, aber dann langsam, aber sicher zurücktänzeln. Das hätte ich jetzt eigentlich mehr von Travel Dance erwartet. Vielleicht kommt der Bass Rider noch und... Ja, der kann es vielleicht noch probieren. Aber das war schon sehr, sehr leger, wie das hier gerade Nasty gemacht hat. So, jetzt im Bild natürlich das Team von Tekken Forever. Vielleicht fehlt einfach die Musik auf den Ohren. Aber man sieht auf jeden Fall schon deutlich besser als beim ersten Durchlauf. Ja, man hört dieses Sippen jemand, zumindest wie im Hintergrund. Guck mal, wie er da auf der Balustrade steht, ey. Das ist aber ein sehr geiler Move. Du hast halt oben dieses Dreieck, was dich halt aus mehr oder weniger allen Schau mal, beide nutzen hier wirklich alle Mittel. Ja, denen ist das scheißegal, von oben dann mit drauf. Jetzt muss er sich selber wegducken. Ja, und er kommt nicht so richtig hier aus dem Spawn raus. Die haben wieder einen guten Schuss drauf. Du musst ein bisschen schneller aus dem Spawn rennen. Ja, genau so. Wenn du erstmal raus bist, dann kannst du halt auch versuchen, dann seinen Spielaufbau zu probieren. Ja, also Spielaufbau klar, entscheidend. Jetzt ist wieder einer raus und jetzt kommt sie von hinten. Ja, von vorne eigentlich, direkt frontal. Direkt nochmal die Anweisung. Ja, ist das sauer, aber kassiert hier selber. Jetzt kann er ein paar Punkte setzen. Also der Stand auf jeden Fall ein bisschen verkürzt jetzt. Also sie geben sich da nicht kampflos geschlagen und kommen auch immer wieder ein bisschen ran. Aber das ist alles ein bisschen zu langsam. Sie müssen nochmal koordiniert rausgehen. Nochmal als ein Teamschlag einfach Deckungsfeuer setzen, zwei Leute schön in Deckung reinkriegen und dann kannst du nochmal einen Spielaufbau beginnen. So, erstmal gucken, Frisur sitzt, Kabel auch und jetzt kann der Schuss gelandet werden, wenn da denn der Gegner wäre. Der ist schon raus, muss zurück, jetzt nochmal nach vorne um die Ecke. Sie wissen einfach, sie haben komplette Kontrolle, da schubt sie, macht sie das Achsenzug. Ah, jetzt schön geht's wieder von oben mit drauf, schockt da, weiß da noch gar nicht, was in der blüht und jetzt vielleicht den Kopf nach vorne, schnell mal das Ziel wechseln und jetzt sehen wir es hier. Die sind kaum zu sehen hinter diesem Dorito da vorne. Schießen die da einfach komplett und dann mit vollem Körpereinsatz. Jetzt sehen wir es nochmal selber. Nasty hat alles im Blick, direkt den Spawning Point. Richtig in die Kamera rein, fast schon, aber da steht ja auch der Gegner. Ja, und sie gibt ja auch schon die Anweisung, rückt weiter vor auf der linken Seite. Ich habe das hier unter Kontrolle, weil sie gibt halt das Feuer, dass die anderen weiter vorrücken können. Und 160 Treffer jetzt schon. So, jetzt also, ganz weit dran, also jetzt steht sie da fast am Spawning Point. Das ist schon mehr oder weniger der Spawn, wo sie gerade steht. Wow, und also jetzt schau eine mal. Deckung davor. Quasi jetzt in der rechten Seite wäre dann der Spawn, was quasi jetzt außerhalb der Kamera ist. So, ganz hinten haben wir natürlich dann noch unseren Simatec und Teddy, die sichern da ab. Beide jetzt relativ zentral. So, und jetzt vielleicht koordiniert und dann geht's natürlich direkt drauf. Jetzt auf die Nasty, die hat sich da weit vorgewagt. Ja. Ist jetzt wieder direkt im direkten Netzabduell. Da geht's sofort drauf. Alle Mann feuern und da muss er wieder zurück. Aber Nasty ist raus. Muss laufen jetzt. Muss man die Situation nutzen. Jetzt muss man die Überzahlsituation nutzen und da versucht Simatec das komplett wieder zu negieren. Er versucht nach vorne zu gehen, Druck auszuüben, damit Tekno Forever das nicht ausnutzen kann. Ja, sie sind da hinten auch noch gut gefangen und jetzt ist auch schon wieder Laser Game Dortmund am Start. Sie sind schon wieder sehr, sehr weit vorne, bewegen sich halt viel, viel schneller. Oh, jetzt wollte hier gerade Tekno Forever auch noch das Ganze ein bisschen blockieren. Ja, man merkt auf jeden Fall, es wird hektischer. Es wird hektischer und dieses hektische Spiel, das kommt Laser Game Dortmund natürlich zugute, weil sie haben die Erfahrung, sie haben die Routine drin. Tekno Forever Games sind sonst eher an den Schallplatten unterwegs. Heute zum ersten Mal sich dann eingeschrieben zum allerersten Laser Game Turnier hier auf Twitch überhaupt. Ja, das ist natürlich sehr bitter. Ich hoffe, dass sie dann noch ein paar Chancen in der Rückrunde haben. Also momentan werden sie einfach extrem dominiert. Keine Chance gegen Laser Game Dortmund. Die fahren hier alle Register auf. Und da werden wirklich alle vertikalen Ebenen auch genutzt.
Wir sehen es hier gerade mal wieder, schön auf die Balustraden gestiegen, von oben rüber. Und obwohl der Kopf exposed ist, du hast halt einen schönen Winkel. Gerade wenn die anderen hocken, dann kannst du halt mit der Gun rüberloopen und sie können dich oben nicht treffen. Das Team rückt nun auf. Also wir haben da fast schon eine Linie bzw. einen Spieler immer hinten im Backup. Das hatten wir vorhin ja auch gesehen. Das sind traditionell diejenigen, die auch am wenigsten Treffer selbst kassieren, aber sehr gut austeilen können. Und das machen sie ja jetzt auch. Jetzt wird nochmal geschaut, direkt Richtung Spawning Point, kassiert aber selber. Das war ein bisschen zu offensiv. Und jetzt im direkten Duell. Da versucht er sich noch wegzuducken. Und schau mal, wie lässig. Wie lässig. Da schaut er, ob er Unterstützung bekommt. Und dann natürlich im 2 gegen 1 macht man das besser. Das so kontrolliert jetzt. Das war hart. Er hat sich einfach nur zurückgelehnt und es ging einfach wunderbar. Also irgendwas haut da nicht hin. Jetzt markiert er hier gerade noch die Nasty, die da weit vorgerückt ist. Ja, also das ist jetzt hier teilweise die direkten Duelle, aber jetzt war's das. Das war Game. Das war's hier und Laser Game Dortmund. Also krasser kann man es, glaube ich, nicht mehr dominieren. Aber sie feiern sich selber. Und das gehört dazu. Mit Feiern kennen diese Jungs sicher aus, das wissen wir. Das heißt, das war diesmal ein wenig deutlicher. Am Anfang haben sie noch gut, wo sie ruhiger geblieben sind, aber als es dann hektischer wurde, dann wird es richtig schwierig für die Jungs von Techno Forever Games, da standzuhalten gegen das Team von Laser Game Dortmund, die dann ihre ganze Routine einfach runterspielen konnten. Ja, die haben halt die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger fast vom Spawn gestanden. Wir schauen uns mal jetzt hier die Statistiken an. 441 Treffer auf Seiten von Laser Game Dortmund. Ja, Babydoll aka Nasty hat die wenigsten Treffer gelandet, auch oft, aber sie ist auch immer sehr, sehr mutig reingegangen. Wir werden gleich ja noch mal ein paar Interviews quasi mit dazu haben. Wir werden uns da natürlich informieren, wie denn man sich so fühlt. Ja, genau. Und mich würde auch mal interessieren, so mit den Taktiken, ob sie sich jetzt... Ich meine, das hat jetzt alles sehr, sehr gut funktioniert, aber das waren jetzt auch noch nicht die harten Gegner. Die richtig harten Matchups, die kommen ja dann erst noch in der Rückrunde und natürlich auch später noch in den Playoffs. Und da, ob sie dann auch diese harte Vorpresch-Taktik hier bringen können, das wage ich nämlich doch zu bezweifeln. Also gerade wenn hier die erfahrenen Laser Games Teams dann gegeneinander spielen, ich glaube, da kannst du einfach nicht bringen, dass du direkt vor dem Spawn stehst und da halt einfach nur reinhältst. Das geht nicht. Ich glaube nicht, dass die das machen können. Ja, man hat ja gesehen, also diese eine Szene bezeichnend, es sah aus wie ein 1 gegen 1, aber hat man ja gesehen, dreht sich hier so weg, guckt nach hinten, sieht, er hat Team-Support. Deswegen diese etwas kuriose Szene eigentlich. Ja. Er dreht sich weg, denkt, und du denkst, der braucht gar nicht mehr hingucken, aber er weiß, er hat es drauf, er sieht, Teamkollege ist mit dran und dann gewinnt man das Duell, weil es dann einfach 2 gegen 1 ist. Man hat einfach ein paar mehr Lebenspunkte, jeder Schuss macht einen Schaden. Die Schlange wird hier auch immer größer, die Jungs und Mädels wollen selber spielen, die sind heiß drauf. Ja klar, ich meine, noch ist da auch noch Möglichkeiten hier auf dem anderen Lasergame-Feld, was noch zur Verfügung steht. Und da können halt alle Publikumsbesucher natürlich auch spielen. Wir haben hier hinten das Feld, wo jetzt momentan noch die Rückrunde gespielt wird. Ich glaube, später dürfen da dann auch Besucher spielen. Das heißt, ja, wir schauen uns mal an, wie es mit auf dem Schedule aussieht, wann hier die nächsten Spieler reinkommen. Vollkommen richtig. Ja, so, also wir sehen jetzt erstmal noch die Statistiken. Lasergame Dortmund momentan das Tabellenfeld am dominieren. Bielefeld mit 6 Punkten. Ja, und Alpha Delta unten ebenfalls stark. Allerdings Druckwelle 3 Punkte rausgeholt gegen Andrew Griffins. Es wird natürlich auf die direkten Duelle jetzt auch so ein Stück weit ankommen. Das heißt, wir werden sehen, wie es dann im Endeffekt weitergehen wird. Kommt da vielleicht noch ein Außenseiter-Team weiter? Ich meine, auf der anderen Seite hätten wir dann die Laser Game Teams und die Bonn Air Delta Teams, wie sie aufeinandertreffen würden, was auf jeden Fall spannende Partien verspricht. Das sind ja so die dominierenden Teams. Wie gesagt, die kennen sich da so ein bisschen aus. Die einen mehr mit Laser Game, die anderen mehr mit Airsofts, aber dafür ein wenig krasser noch ausgerüstet tatsächlich. Aber wie gesagt, sehr viele Sympathiepunkte für Techno Forever, für Druckwelle, auch für die Andrew Griffins, für die Mädels da komplett. Ja, die sehen wir jetzt auch gleich als nächstes. Andrew Griffins gegen Bonn Air Team Delta. Wir werden jetzt den Martin gleich dazu holen. Ja, das kommt dann nach dem nächsten Spiel, habe ich gerade gehört. Genau, nach dem nächsten Spiel, also. Und so dann gibt es schon 2 Interviews direkt nach dem nächsten Spiel. Genau, das heißt, wir holen uns dann die Leute auch ran. Und das ist genau passend, weil nämlich nach dem nächsten Spiel ist dann die Rückrunde dran. Vollkommen richtig. Also passt natürlich super für die Analyse her. Das heißt, wir werden uns auch mal diese Lasergame-Spieler selber hören können, quasi ranholen können. Aus ihrer Sicht. Ja, aus ihrer Sicht. Wir haben ja schon viele interessante Moves gesehen
viele Fragen, die sicherlich auch ihr habt. Und wenn wir dann gleich eine Pause haben sollten, dann schreibt uns das auf Twitter, schreibt uns das auf Facebook. Ich glaube, wir müssen mal schauen, ob es hier irgendwie schon Nachrichten gab. Ob da eiskalt schon irgendwas mal reinkam. Das Handy rausholen, aber ja. Das passt schon. Das heißt, dein Job, das einfach mal nachzuprüfen vielleicht gleich. Auf Twitter, auf Facebook, schreibt uns, falls ihr dann auch Fragen habt an die Lasergame-Profis. Der Martin von Lasergame Dortmund, der spielt das ja schon ein wenig länger. Ja, seit der ersten Stunde. Wo man es spielen kann, erfahrt ihr auf lasergame.de und schreiben könnt ihr entweder hier auf Facebook und Twitter auf lasergame.de oder natürlich auf unseren Ruf mich an. Oder natürlich auf unseren persönlichen Seiten facebook.com/mori09, mori09tv auf Twitter oder gxxshock, sowohl auf Facebook als auch auf Twitter. Genau so ist es. Wisst ihr Bescheid, Jungs und Mädels. Ja, also das letzte Spiel der Rückrunde hat quasi angebrochen. Das heißt, wir sehen die Enro Griffins, das Female-Team, noch einmal die Mädels. Da haben wir auch sehr unterschiedliche Charaktere dabei. Zum einen Lady Death mit 25 Jahren, die älteste im Team. Buchhalterin und okay. Hobbys sind Zocken und Tanzen. Das ist ja ein guter Ausgleich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man als Buchhalter so viel Action hat, aber beim Zocken und beim Tanzen, da kannst du dich auch ein bisschen in Bewegung bringen. Und, beim Zocken? Also ich meine, beim Zocken, Bewegung. Da kommt drauf im an, Kopf, wenn du Wii Kopf. Sports spielst, ja, schon klar. Dann tanzen. Ist natürlich die Frage, was für ein Tanz? Pole Dancing wäre ganz nice, aber ich fürchte, das wird es nicht sein. Dann haben wir Lady, 24 Jahre. Ist ebenfalls eine Zockerin, also sind alle in einem Enro Griffins E-Sports Team eben. Und das Nesthäkchen Cocaine, Schülerin und natürlich auch zocken ganz groß im Hobby. Da sehen wir sie. Ja, ich habe mir sagen lassen, eine von denen ist auch ehemalige Cheerleaderin. Da war es auf Kamera, das haben wir gesehen. Das haben wir. Nein. Und ja, auf der anderen Seite eben das Bon Air Team Delta, das vermeintlich schwächere Team, aber die haben Druckwelle auch ganz gut eingeheizt. Na, vielleicht haben die Mädels ja auch nochmal eine Geheimwaffe. Ja, mal gucken, was sie auspacken. Also ich meine, sie konnten jetzt in den Runden hinten noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Und das war ja auch wirklich das erste Mal für sie, während die. War das eigentlich Absicht? Mal gucken, was sie auspacken? Nee. Also ich fand das gerade so. Nein, sowas mache ich nicht. Sowas Schlimmes gibt es hier gar nicht. Nein, wir haben das Team von Bon Air Delta eben mit McKay, den wir ja vorhin gesehen haben, der Veteran, genau. Wir haben Grinch mit dabei und Frost. Brillen tragen sie einfach, weil sie normalerweise in ihrem Sport, im Airsoft, sonst diese Schutzausrüstung auf jeden Fall brauchen. Das ist jetzt hier nicht unbedingt notwendig, vielleicht sogar ein bisschen hinderlich, aber bisher hat es die Teams ja komplett nicht dran gehindert. Man muss sagen, Enro Griffins vielleicht auch mit den weißen T-Shirts von der Kleiderwahl. Ja, ob das so optimal ist, ich weiß es halt nicht. Also ich finde halt alles, was schwarz ist und was vielleicht noch gelb ist, passt sich hier sehr, sehr gut rein. Und die Teams, die marschieren jetzt gerade hier in ihre Startposition. Genau, da geht's schon mal los für die beiden Teams aufs Schlachtfeld jetzt. Jeden Moment wird das Spiel beginnen. Enro Griffins gegen Bon Air Delta. So, und jetzt haben wir im Bild in der linken Ecke das Team von Enro Griffins. Lady Death und Cocaine. Ja, und auf der anderen Seite gucken, ob sie schon bereit sind. Ja, ich glaube, die stellen sich gerade noch das Clan-Logo im Übrigen, sehen wir auch hier. Enro Griffins ist ja auch mit dem StarCraft 2-Clan unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, aber... So, und in der rechten Ecke mit Bon Air Team Delta. Dann haben wir den McKay, den Erfahrenen, der steht hier noch hinten. Unten haben wir Grinch und Frost. Frost, ja, das sind nämlich ein Blade, muss ich sagen. Da ist das Startsignal. Die sind noch gar nicht alle sofort bereit. Vielleicht sind die Mädels schneller. Auf jeden Fall geht's, ja, für die ersten beiden Spieler direkt schon raus. Natürlich wichtig, die schnellen ersten wichtigen Positionen einzunehmen. Einfach drunter hergeslidet. Aber damit vielleicht auch in der Lage, hier hockt sie natürlich jetzt. Ich glaube, Enro Griffins hat hier einen schöneren Ausbruch gestartet. Oh, guck mal, da kann sie sehen, wie er dahinter durchprischt. Und kann sie auch dazwischen durchzielen. Ich glaube nicht, der versteckt sich hinter Banner. Vielleicht finden sie aber einen besseren Weg, wenn sie einfach mal vor diese Balustrade geht. Nee, da gibt es schon die Handsignale. Man sieht jetzt schon auf jeden Fall die Handsignale. Jetzt sind sie da ein wenig routinierter, so wie es scheint. Auf jeden Fall ein wenig eingespielter im Vergleich zum letzten Mal. Ist jetzt gerade zweimal getroffen worden, aber konnten ausgleichen. Also schon nicht schlecht. Auf jeden Fall erstmal einen guten Start bisher.
Also alles wieder auf Null gesetzt, wenn man denn so möchte. Ja, es geht halt viel langsamer voran. Also gerade das Spiel war eigentlich mehr oder weniger so ein Rausriss aus diesem Methodischen, was wir vorher gesehen haben. Und jetzt geht es halt wieder sehr, sehr sachte voran. Man tastet sich vor, ganz, ganz langsam auf beiden Seiten allerdings. Und der Detta kommt jetzt aber von der anderen Seite wieder ran. Oh, da steckt sie einige Treffer ein. Da steckt sie einige Treffer ein. Also Bonn Air Delta geht hier erstmal in Führung wieder. Das Ganze müsst ihr über Kreuz denken hier. Das ist so eine kleine Denksportaufgabe, damit ihr da auf dem Stream auch nicht einschläft. Aber ja, es wird jetzt wieder andersrum gezählt. Da vorne wäre vielleicht ein Ziel, aber sieht sie ja nicht. Also wir haben hier die Kameraperspektive, wir sehen beide Seiten jetzt über rechts. Da könnte spannend werden, kriegt sofort das Signal, dreht sich hier oben, aber rennt da rein ins komplette Feuer. Zu zweit, jetzt zu dritt versuchen sie das zu klären, sind noch am Leben im Übrigen. Kommt noch was ran. Aber schau mal, wieder ausgeglichen. Ganz, ganz stark hier. Andro Griffins, die wehren sich. Ja, das ist halt die Gefahr, wenn sie so weit vorpreschen. Und jetzt sind sie gerade ordentlich ins Kreuzfeuer gekommen hier, Bonn Air Delta. Und sie haben jetzt hier auch wieder eine schöne Position. Andrew Griffins kann ja auch den nächsten Spieler rausnehmen. Oh, sie kriegen den ersten raus. Richtig stark gemacht von den Griffins. Ja. Richtig gut. Die Mädels, die hauen hier richtig raus. Ja, sie können hier wirklich ein schönes Sperrfeuer legen. Also hier muss Bonn Air Delta, glaube ich, hart umdenken. Können aber auch wieder ein paar Punkte zurückholen. Was ist das denn für eine enorme Steigerung, bitte sehr, im Vergleich zum ersten Spiel? Ja, es ist echt immens, was sie hier gerade machen. Ich hoffe, dass sie es auch bis zum Ende durchziehen können, dass es nicht hier irgendwie nur so ein, ja, so ein erstes Verpufftes ist, was nur am Start mal rauskommt. Ja. Aber also, hier sieht es schon sehr, sehr gut aus, was die Koordination angeht, hier auf Seiten von Andro Griffins. Ja, also Andro Griffins, wie gesagt, E-Sports-Team, alles erfahrene Counter-Strike-Spielerinnen. Sind jetzt aber auch wieder sehr in der Defensive, müssen gut einstecken jetzt. Ja, gibt sich hier nochmal in die Deckung. Also Bonn Air Delta musste ganz, ganz anders kämpfen als in den vorigen Spielen. Ja. Können nicht einfach so vorpreschen bis zur gegnerischen Basis. Das haben sie jetzt gemerkt, haben da viel einstecken müssen. Aber jetzt sind sie wieder in Führung. Also wie gesagt, das Ganze über Kreuz, Bonn Air Delta eben jetzt wieder vorne. Trotzdem, also man sieht Andro Griffins, die haben Clown, die wollen hier wirklich es wissen. Und das ist wesentlich besser als letztes Mal. Ja, also noch können sie auf jeden Fall zurückkommen. Andro Griffins versucht es dann nochmal über die rechte Flanke ranzukommen. Aber wir sehen halt diesmal, der McKay, der wagt sich nicht mehr so weit schön, vor. Schön, schön, nutzt natürlich die kleine Trefferfläche, aber trotzdem, da ist sie raus jetzt. Schon wieder die nächste Spielerin rausgenommen. Also langsam aber sicher baut sich hier der Vorsprung aus. Oh, 51 Punkte jetzt schon auf Seiten von Bonn Air Delta. Ja, jetzt fängt das Ganze so ein bisschen an zu snowballen, denn das Problem ist, so weiter man zurückgedrängt ist, so weniger Position hat man. Aber und jetzt wieder das direkte Duell, da muss sie mithelfen. Muss sie mithelfen, sehr spät da erst eingestiegen. Teamkameradin ist draußen. Ja, trotzdem konnte man jetzt auch so ein Stück weit den Abstand verkürzen. Da wird nämlich ebenfalls gut ausgeteilt. Und oh, selbst rausgenommen. McKay rausgenommen. Da muss der alte Hase wieder zurück. Bis zum Start hier gibt natürlich die Zeit, den Respawn auch wieder zurückzusetzen. Aber Andro Griffins, die halten sich drinnen. Also konnten jetzt nochmal gut Punkte nachziehen. Ja. Oh, da wird sie aber wieder etwas unbedarft getroffen. Ja. Also das auf jeden Fall ein sehr schnelles Spiel, eher weniger vielleicht, weil das hatten wir vorhin, sondern ein eher bedachteres Spiel, so kann man es, glaube ich, ganz gut in Worte fassen. Also sie haben definitiv dazugelernt. Wahnsinnsteigerung, was Andro Griffins hat, liegen jetzt immer noch hinten, aber wenn man das allererste Spiel von ihnen gesehen hat, dann weiß man, es war ein bisschen schwierig. Jetzt leider die ersten Teamtreffer auch dabei gewesen. Ja. Mussten sie schon ein bisschen einstecken. Da müssen sie ein bisschen aufpassen. Einfach. Das ist halt das Problem, wenn du so nah beieinander stehst. Da kann es schon schnell passieren. So ein reflektierender Treffer an der Balustrade. Und schon ist es passiert. Und die zählen halt richtig bitter rein. Also auf Teamkills, da muss man schon aufpassen. Ja. Also man muss sagen, Delta vielleicht auch etwas das schwächere Team im Vergleich zu Alpha. Vielleicht, also das direkte Aufeinandertreffen hatten wir ja so jetzt noch nicht, aber das werden wir auf jeden Fall auch noch sehen können. Aber ja, die Mädels, sie haben ja dieses Aiming, die Reflexe hat man ja, wenn man dann Counter-Strike spielt. Und sie haben an sich auch weniger Trefferfläche als die Jungs, das kann man ganz klar festhalten. Allein mit den Rucksäcken und klar, von der Körpermasse ist da einfach mehr vorhanden. Und vielleicht auch ein bisschen gelenkiger, wenn man da mal Cheerleaderin gemacht hat. Na gut, die Trefferfläche ist halt das eine. Dieses, was du halt hast, ja, was dich verrät, ist halt weißes T-Shirt. Ja, genau. Genauso ist es.
Aber trotz allem, ich meine, bisher geben sie wirklich einen guten Gegendruck gegen Bonaire. Die müssen sich hier viel bedachter vorgehen, viel langsamer vorschreiten. Und man sieht schon, die laden eigentlich ständig nach, geben eine Salve, laden nach, geben eine Salve, laden nach. Und genau so hat es hier Andrew Griffiths geschafft, sie halt auf ihrer Hälfte zu halten. Und das ist schon mal ein guter Start zumindest. Ja, jetzt wird nochmal geschaut, kassiert hier gut, muss, wenn man wirklich einen Treffer nach dem nächsten kassiert, muss man schnell zurück, jetzt wieder nachladen, schnell die Anzeige kontrollieren, passt da noch alles, aber man merkt auf jeden Fall, das Spiel geht sehr oft über die Außen auf, dass man wirklich auch Fläche mitten nutzt, die eigentlich eingezäunt wäre, beziehungsweise eingezäunt ist, dass man wirklich ans Maximum geht, das hier Möglichen. Ja, und rauslaufen ins Spielfeld wird auch keinen Sinn machen, weil dann stehst du komplett frei. Ja gut, raus gibt's sowieso nicht. Schieben ist nicht drin. So, jetzt die Granate rein. Oh, da läuft sie. Können sie aber nicht treffen. Haben sie gerade ein bisschen gepennt. Ja, aber hat er auch einige Treffer abbekommen. Da ist er auch schon raus. Also Andrew Griffiths. Das war gut gemacht. Auf jeden Fall. So, jetzt ist er allein da. Jetzt müssen sie gucken, können sie die Überzahlsituation nutzen. Oh, aber das war's. Zu spät. Leider schade. Zu spät hier gedreht, das Spiel. Aber richtig gute Leistung, also das muss man sagen. Die haben sich hier enorm gesteigert. Enorm gesteigert. Ja, also das ist schon ganz immens, was die hier als Unterschied haben. Und da wird sich gerade hier noch die Hand gegeben. Ja. Ja, natürlich ein sehr, sehr gutes Spiel von beiden Seiten. Also das war schon eine wirklich perfekte Steigerung. Also definitiv. Also wenn das Turnier noch länger gehen würde, ich glaube, die Mädels, die würden sie alle in die Tasche stecken. Also auf jeden Fall schon der Flirt mit dem Publikum, das haben wir gerade schon mal gesehen. Die versuchen definitiv eure Gunst zu erhaschen, Jungs. Ja, Andrew Griffiths vielleicht schon mal aufschreiben. Aber am Ende wird es auf dem Spielfeld entschieden. Und obwohl sie besser geworden sind, konnten noch nicht so richtig brillieren. Vielleicht wird das noch was. Wir sehen jetzt die Statistiken, sehen hier diesmal keiner, der wirklich unbescholten geblieben ist. Gerade Lady Death ist hier dreistellig getroffen, das kann nicht mal mehr angezeigt werden, leider. Score von minus 68. Ja, und auf der anderen Seite, ich meine, da ist das deutlich, aber McKay auch wieder der Einzige mit einem negativen Score. Ja, aber was man halt hier beachten muss, es gab diesmal nicht die Situation, dass wir einen Sniper hinten hatten, der halt gar keine Treffer eingesteckt hat. Genau. Also das war schon ein ganz anderes Spiel wieder. Also bis jetzt kann man so sagen, okay, gibt mehr oder weniger drei Spieltypen. Nämlich das eine, wo halt das eine Team komplett dominiert, nach vorne prischt, einfach die ganze Zeit reinhält. Dann diese Variante mit dem V quasi, wo du zwei Spieler hast, die vorne sind, einen, der hinten steht. Und halt dieses mehr oder weniger Ausgeglichene, wo jeder auf seiner Seite bleibt und man sich so Schusswechsel gibt. Genau, wir schauen uns jetzt mal die Brackets an und sehen daher den Stand quasi. Sehen Laser gegen Dortmund natürlich in der Gruppe dominierend, genauso jetzt wie Bonn Air Delta, waren einfach die Ersten jetzt, die voll 9 Punkte in dieser Runde voll machen konnten. Und auf der anderen Seite dann Alpha vielleicht, die nachziehen könnten. Andrew Griffiths leider noch ohne Punkte. Komplett ohne Punkte, genauso wie Techno Forever Games. Also auch die bis jetzt noch keinerlei Punkte gemacht. Das ist natürlich auch schwierig. Das sind diese Teams, die bisher noch keinerlei Erfahrung haben. Aber jetzt haben wir hier jemanden, der genau, hat Erfahrung. Genau, wir haben jemanden, der Erfahrung hat. Das heißt, rutsch mal ein bisschen. Ich muss leider von den Mädels hier weg. Mal einen Rückkehr. Aber wir sind aus Pappe. Wir kriegen nämlich ein wenig Unterstützung jetzt mit dazu. Wir haben nämlich den Martin von Laser Game Dortmund, der jetzt Bild rutscht. Komm mal ein bisschen näher, wir weiß nicht. Oh, das hinter gut. Die Mädels, beziehungsweise vor die Mädels, da fühlt man sich doch wohl. Gerade nochmal gucken, sitzt die Technik? Läuft. Läuft, sehr schön. Kannst du dein Mikro mal noch ein bisschen näher ranmachen? Ich dachte, da können wir dich besser verstehen. Besser so? Ja, so jetzt hören wir dich sehr gut. Sehr gut. Ja, Martin, du bist Mitglied hier vom Team Laser Game Dortmund. Richtig. Spielst du aber eigentlich? Eigentlich spiele ich in Leipzig. Da ist ja auch unser Urverein beheimatet. Und zur Messe kommen wir natürlich. Genau. Zur Messe kommen wir natürlich hier rum, unterstützen unsere Kollegen hier vor Ort mit Equipment, mit der ganzen Organisation und da konnten wir uns das auch nicht nehmen lassen, mal bei den Kollegen mitzuspielen. Vorweg. Momentan hört man ihn wohl gerade noch Ach nicht. Achso, man hört ihn auf dem Stream. Ich weiß nicht genau, ob wir das gerade noch schnell gefixt kriegen. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Vielleicht kannst du es mal kurz so resümieren. Genau, also der Martin ist eigentlich in Leipzig beheimatet, wo ihre Hauptbasis so ist, quasi von Laser Game Deutschland. Bist ja jetzt schon Weilchen dabei, spielt, wie gesagt, jetzt aktuell für das Team Dortmund, wo man aushilft.
Ja, Martin, wie schaut das aus? Du bist ja ein sehr erfahrener Hase. Seit wann spielst du Laser Game? Ich glaube, bei mir hat es angefangen 2007. 2007? 2007 ging es bei uns los, da schwappte die Welle nach Leipzig und ich war sofort davon erfasst. Es hat mich begeistert und seitdem unterstütze ich da die Leute und helfen. Gehen zusammen auf Tour und bauen das so Stück für Stück in ganz Deutschland auf. Also wirklich von Anfang an dabei hier in Leipzig seit 2007? Ja. Und ja, du hast geschrieben als alter Hase, beziehungsweise von Anfang an dabei, aber das Ganze gibt es ja auch schon seit 94, haben es gestern der Fight erzählt. Der Urschleim, die Entwicklung begann 94, dass es dann nach Leipzig geschwappt ist, war 2007 richtig aktiv. Ja, also wir fingen an mit Generation 2, Generation 1 war dann so ein Produkt aus dem heimischen Keller, was nicht so optimal zum Spielen war. Das ist ja quasi alles so ein bisschen selbst gebaut, was wir machen. Also wir haben ja gesehen, ihr wart da wirklich am Löten, am Programmieren. Man kann das ja schlecht so kaufen, weil es gibt es ja nirgendwo anders, oder? Unser Equipment kann man so nur von uns kaufen. Wir stellen das natürlich her. Wir haben da die Patente drauf. Ansonsten findet man das nicht bei Amazon. Wie schaut das denn aus? Ich meine, das ist ja jetzt so auch ein bisschen für dich Neuland, dass das erstmal im Internet alles übertragen wird. Vorhin über 1000 Leute, die zugeschaut haben schon und Das werden sicherlich noch mehr über den Tag verteilt. Gab es sowas schon? Du bist ja in der Laser Games-Szene dabei. Gab es so ein Turnier schon mal? Es gab schon einige Turniere, die waren auch immer sehr spannend. Ich erinnere mich da an schöne Sachen in München zum Beispiel. Aber so ein live übertragenes Turnier, das ist auch für uns absolutes Neuland. Also bisher noch nie wirklich kommentiert oder übertragen? Nein, aber für euch großes Kompliment, es macht mega Spaß, euch zuzuhören. Genial. Da seht ihr, man sieht auch schon so ein bisschen. Ja, also so ein bisschen unter Druck steht er schon, muss ich sagen. Ja, ich komme direkt vom Spielfeld. Ne? Ja, eben. Also das ist halt auch schweißtreibende Sache. Und wir haben vorhin schon angesprochen, Kondition im Videospiel, weißt du, da drückst du halt Shift und dann rennt er los und irgendwann ist Ende Gelände und dann denkst du, ach oh, ja, komm, das war doch jetzt nichts. Und jetzt merkst du es halt mal in echt und dann drückt es halt schon ganz schön hart. Aber man sieht auf jeden Fall so ein bisschen die Erfahrung, du nutzt ja alles, kletterst überall drüber, was die Kletter magst. Aber wie überrascht warst du jetzt Enro Griffins, das erste Spiel war ja doch recht deutlich und jetzt im nächsten Spiel haben sich enorm gesteigert, oder? Mädels, die habe ich gar nicht so richtig verfolgt. Ich habe sie gerade der hat er hat gerade hinten gespielt. Ja, sehr gut. Also wir werden sicherlich noch einige Überraschungen heute sehen. Ich hoffe natürlich, dass die Mädels weiter dabei bleiben und dass sie sich noch ins Viertelfinale hochkämpfen. Musst du vielleicht mal hingehen und ein paar Tipps geben? Ja, ich glaube schon, dass sie noch ein paar Tipps brauchen. Das hat jetzt zwar besser geklappt, aber naja, so richtig mit dem Druck klargekommen sind sie dann noch nicht. Wie ist es bei euch? Ich meine, ihr habt jetzt schon sehr hart dominiert bisher. Könnt ihr diese Taktik mit dem Vorpreschen, wo ihr euch an die gegnerische Basis ranstellt, meint ihr, ihr könnt es auch durchziehen, wenn ihr jetzt gegen das andere Laser Game Team spielen müsst, beziehungsweise gegen auch die Software-Teams? Da wird es auf jeden Fall um einiges schwieriger. Gerade diese Dominanz bis hinten durchzuziehen. Ich denke, da müssen wir uns auch ein bisschen mehr die Taktik etwas passiver halten, dass wir wirklich auf Stellungsspiel achten. Von den Einzelskills, glaube ich, hammert die ganz gut im Griff. Wenn man es halt schon zwei, dreimal gespielt hat, dann weiß man, wie man die Waffe am besten hält, dass man schneller nachlädt als der Gegner. Das funktioniert dann schon ganz gut, aber die Taktik, die Feintaktik kommt dann später. Was meinst du, was diese Bewegungsskills, ob die großartig mit reinhauen? Also wir haben es ja gerade bei den Software-Teams gesehen und vorhin, glaube ich, auch beim Techno4ever-Team, wie die Druckwelle war das, Druckwelle die so richtig krass immer wieder reingerollt sind in die Deckung. Meinst du, das ist eher mehr für Show oder hat es schon einen Effekt? Ich glaube, der Effekt wäre bei Paintball besser. Bei uns braucht man das nicht ganz so. Es ist ein bisschen Show. Aber wir lieben alle Show. Genau so ist es. Deswegen sind wir ja auch hier. Jetzt so vom eigenen Empfinden her, was glaubst du, wer ist Favorit? Wer wird das Turnier am Ende gewinnen? Ja, ich denke, die Laser Game Teams, die hier Leute gestellt haben, die werden sich dann schon im Finale, glaube ich, begegnen. Das ist einfach so häufig gespielt. Es ist ja eine Sportart für sich. Die muss man ja erstmal erlernen. Und wir können sie schon, die anderen, das Bielefeld kann es auch schon recht gut. Ich glaube, die wer ist denn besser? Bielefeld oder hier? Da reden wir dann heute Nachmittag. Jetzt mal eine Ansage, wer ist denn besser? Komm, bring den Smack Talk, wir wollen es hören. Komm, haut ihr die weg oder? Ja, na
klar. Ja, klar, sagt er. Okay. Das heißt, schon das Gelächter aus dem Hintergrund. Wir holen uns nachher gleich einfach mal von Bielefeld hier. Ja. Schon oft gegen Bielefeld eigentlich gespielt, oder? Gegen Bielefeld als Team direkt noch nicht, nein. Deshalb ist es ja auch, freuen wir uns, dass wir hier sein können, dass quasi dass die Homebase auch in die Mannschaft stellen konnte und dass wir uns hier auch präsentieren. Was macht dich dann so sicher, dass ihr das packen werdet? Hast du Spiele gesehen? Weißt du, wie ihr spielt? Seid ihr am geilsten? Oder? Guck sie an und guck uns an. Okay, das war ein Aussehen fest. Aber ich meine, unterschätzt ihr nicht vielleicht die Airsoft-Teams noch so ein bisschen? Weil du hast gerade angesprochen, so dass sobald man die Waffe ein bisschen drin hat, und das haben sie ja jetzt langsam die Erfahrung drin, so nach ein paar Spielen, und die Taktik, die haben sie ja schon, die machen ja auch ihre Spiele, natürlich mit anderen Waffen, aber diese Taktikabsprache, dieses Vorpreschen, dieses V-Spiel, dass du quasi zwei Spieler vorne hast, einen hinten und so weiter, das konnten die wirklich sehr gut demonstrieren. Und ich weiß nicht so richtig, ob da Lasergame so einen krassen Vorteil hat. Was meinst du? Ich denke, vom Waffenhandling ist es halt noch was anderes. Lasergame ist ein Spiel, da kannst du mehrfach getroffen werden. Bei Software und bei Paintball, da gehst du schneller in Deckung, weil du einfach den Treffer nicht kassieren willst, da bist du raus. Und beim Lasergame, da steckst du halt gerne mal 3 ein, wenn du dafür selber 10 austeilst. Und das haben wir einfach noch ein bisschen mehr Intus. Ja. Da bin ich gespannt. Wir haben nämlich gleich als nächstes im Interview dann auch jemanden von Bonn Air. Gibt es irgendwas, was du denen vielleicht nochmal als Tipp geben möchtest, damit das gegen euch nicht ganz so als Niederlage verbucht wird von denen? Da wir selber noch Deckung nicht suchen und gespielt haben, verhalte ich mich damit Tipps erstmal zurück. Also ich meine mehr sowas wie, sollten vielleicht lieber alle in Deckung gehen, damit ihr sie nicht komplett weghaut. Ist besser, die können gleich hinten stehen bleiben. Ihr holt sie dann ab, ja? Wir holen sie ab. Okay, sehr schön. Danke Martin. Ich habe zu danken. Schön, dass du quasi es zu uns geschafft hast. Vielleicht irgendjemanden, den du nochmal grüßen willst. Mama, Papa, Mutti, Oma. Mutti, Papi, natürlich. Lasergame.de. Grüße nach Leipzig. Lasergame, alle Zuschauer hier, die 1000 Stück. Ich hoffe, das steigert sich noch. Und umso besser. Gut, dann schauen wir mal, ob wir den Ace auch noch rankriegen von Bonn Air Team. So, ich rutsche mal nicht ganz so weit weg von dir. Ja. War so schön. Ich glaube, der steht ja auch schon bereit. Genau, da haben wir das. Wir machen einfach mal einen Fliegenwechsel. Komm mal ran. Komm einfach wir haben noch genug Zeit. Jetzt haben wir mal hochgerüstet. So sieht das aus. Du hast ja eigentlich dein eigenes Headset, aber das können wir jetzt hier nicht in die Technik integrieren. Das heißt, du musst jetzt mal mit unserem Vorlieb nehmen. Und du hast gerade den Smacktalk gehört. So richtig können sich hier die Lasergame-Spieler nicht vorstellen, dass ihr eine ernsthafte Konkurrenz seid. Was hast du dazu zu sagen? Ist ja eigentlich schon ein Vorteil. Wir schätzen sie uns und wir können schön von der Flanke reinfallen. Ja, vielleicht sieht man nicht so die Verbindung zwischen Lasergame und Airsoft. Wie siehst du das denn von der Verbindung her? Eigentlich ist es eine sehr hohe Verbindung, weil es ist auch ein taktischer Bewegungssport. Zwar auf einem anderen Level, aber wahrscheinlich teilweise sogar etwas schneller, da die Ausrüstung ja auch nicht ganz so viel liegt. Das sehen unsere Jungs heute mal ein bisschen. Ne? Warum habt ihr denn trotzdem, hast du gesagt, hier als Drill Sergeant, scheiß drauf, wir kommen in voller Natur, oder? Ja, macht ja auch ein geiles Bild irgendwo. Ja, klar. Ne? Und es ist auch ein kleiner Test und eine höhere Anforderung an uns selber, mal wirklich mit voller Montur, mit fast vollem Gewicht in die schnellen Bewegungen, hinter die schnellen Deckungen und so weiter zu gehen. Habt ihr schon mal Lasergame gespielt oder vorher trainiert? Oder? Wir haben den ersten Kontakt auf der RPC in Köln 2012 und 2013 gehabt. Also auch nur mal ganz sporadisch gespielt, aber sonst dafür trainiert nicht. Und eure Turniere, beziehungsweise ihr spielt ihr sonst normalerweise einfach so ein normales Match oder habt ihr auch Turniere im Airsoft? Unser Team, das Bonn Air Team, veranstaltet eigene Mission Games, die wirklich den ganzen Tag als Szenario-Game sind. Weil ich nämlich gerade darauf hinaus wollte, so 8 Stunden in voller Montur und rumrennen und so, ob das vielleicht auch das erste Mal für euch ist, dass ihr so eine Herausforderung habt, so eine physische Herausforderung auch. Nein. Gar nicht. Also das ist eigentlich der Regelfall, dass man wirklich so lange hier auch trägt. Natürlich in kleineren Breaks, in den normalen Skirmish, dass du dann Pause hast oder sowas dazwischen. Aber es gibt die sogenannten Milsims, die militärische Simulationen, die meistens aber im Ausland gespielt werden. Da ist es wirklich so der Fall, dass du 8, 12, 24 Stunden, 26 Stunden, je nachdem wie lange du spielst, wirklich in Montur, im Feld im Spiel bist. Und das wird dann auch wirklich ist eine richtige Belastung für den Körper. Ja. Seid ihr jetzt auch in 2 Teams? Rückt einmal Alpha und Delta. Welches ist denn das Beste? Da darf ich schon gar nichts zu sagen. Ja. Die gleichen sich. Das wird keiner zu. Ja, dann ich.
Nein, ist das Team. Ich bin das Team. Wir sind alle das Team eigentlich. Es gibt, auch, es gibt kein Ich bei uns. Und es gibt auch, glaube ich, keine Unterschiede zwischen Alpha oder Delta, die tun sich gar nicht großartig. Man sieht heute, dass sie sich wirklich beide ziemlich anstrengen und keiner will natürlich weniger Punkte haben. Einfach intern gibt es natürlich das Gefrotze untereinander, aber es ist auch eine positive Competition so untereinander, dass man sich richtig auch wirklich jeden Meter in die Deckung wirklich immer herauskämpft. Und bisher scheint das ja auch ein ziemlich guter Punkt zu sein. Was ist denn momentan so euer Angstgegner? Also wo bangt es euch am meisten? Ich glaube, ich weiß die Antwort schon, aber... Also, ich würde sagen, unser eigenes Team, also Alpha gegen Delta. Okay. Die anderen Teams können wir fast gar nicht einschätzen, nur aus den Punkten bzw. den Games, die wir jetzt gesehen haben. Und die sind alle ziemlich gut eigentlich und es wird auch definitiv nichts Einfaches. Nur schade natürlich, wenn wir gegeneinander spielen, das ist ja irgendwie... Und zum Airsoft, das ist ja das, was ihr eigentlich spielt. Ja, genau. Wie lange spielt ihr das schon jetzt oder wie lange gibt es Bonnier? Also Bonnier hat sich gegründet 2006, 2007 und spielen, ich selber habe auch schon vorher gespielt, so angefangen, wie man das früher so da reinstolpert, würde ich schon fast sagen, zu meiner Zeit. Einige haben fast im zweistelligen Bereich schon Jahre Erfahrung, andere sind relativ neu noch dabei. Wir haben heute einige dabei, die jetzt aktiv im Verein sind, das erste Jahr jetzt fast hinter sich haben, aber das ist unterschiedlich, also der eine hat mehr. Gibt es bei Airsoft denn jetzt, wo wir nochmal einen Vergleich jetzt ziehen, auch solche Turniere, wie das jetzt hier der Fall ist? Hast du sowas schon mal gesehen oder gab es sowas schon mal kommentiert, vielleicht auch über Twitch oder im Internet übertragen? Leider noch nicht. Diese wirkliche Turnierebene ist leider noch nicht ganz integriert. Es ist halt etwas schwieriger, als in einem Lasergame-Treffer zu zählen und so weiter. Dafür gibt es bisher jetzt diese Fairness-Grundlage bei dem Sport und diese Marken und so weiter. Aber so genaue Punkte zu zählen wie beim Lasergame durch die Laserkontakte, das gibt es leider noch nicht. Vielleicht wird es in ein paar Jahren wirklich so gute Turniere schon geben. Also das heißt, es ist auch für dich jetzt Neuland, das erste Mal quasi übertragen zu werden vor so vielen Leuten, so wie im Internet und so. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch eine Ehre, dass wir dabei sein dürfen und der Community hoffentlich eine schöne Show geben. Das ist auf jeden Fall gegeben. Also was sie hier so an Action reingebracht hat schon in die Matches, das hat sich schon ausgezahlt. Also da war es super, super, dass ihr hier am Start seid. Ja, allein mit diesem kompletten, wie viel wiegt das komplett alles? Unterschiedlich viel. Also ich sag mal so, der Durchschnitt liegt sicherlich bei 10 bis 15 Kilo, wenn du wirklich alles dran hast. Es gibt natürlich dann noch eine spielbare Ausrüstung und eine Show-Ausrüstung. Mhm. Zum Beispiel würde ich jetzt diesen... Ah, da sieht man den Raketenwerfer auf dem Rücken, würde ich im Spiel eigentlich nie tragen, weil der ist einfach viel zu schwer und hat eigentlich gar keinen Sinn. Es ist einfach, das ist wirklich jetzt nur eine Show. Aber, ja, ich habe ihn schon gefragt. Das ist ein reines Trainings-Showmesser. Das kannst du zwar im, treffe ich jetzt so? Na. Im Spiel kann man das schon benutzen, weil es verletzt halt nicht, aber du kannst es als Markierer oder als Waffe wirklich benutzen. Das ist sehr interessant. Also das heißt, wo geht man hin, wenn man sich jetzt, wenn man neugierig geworden ist, ganz neben dem Lasergame auf Lasergame.de, vielleicht auch mal sich über Airsoft informieren möchte? Da gibt es verschiedene Foren, wie das ASVZ, das Airsoft-Verzeichnis, um so den ersten Einstieg in diese Community des Airsofts zu tun und sich mal ein bisschen zu informieren, einzulesen. Ansonsten kann man bei Facebook auch verschiedene Vereine finden. Wir sind auch bei Facebook vertreten, Bonner e.V. Da kann man sich auch mal ein bisschen einlesen oder erfahrene Spieler einfach mal anfragen. Und es gibt da einschlägige Foren. Und ansonsten einfach mal auch uns anschreiben für vielleicht mal ein Testspiel, einfach mal zuschauen oder sowas. Ja. Wie ist es so mit Reisen? Also kommt ihr dann viel auch in Deutschland rum, um, sag ich mal, mit anderen Vereinen zu spielen? Oder ist es eher so in eurer lokalen Gegend und ihr habt genügend Spieler, um quasi so ein Skirmish selbst aufzuziehen? Könnte man machen, es wird aber immer langweilig. Airsoft ist in Deutschland schon wirklich flächendeckend vertreten. Es gibt natürlich einschlägige Gelände, wo man dann eher hinfährt, um das zu spielen, da nicht jedes Gelände einfach bespielbar ist. Man muss natürlich die Gesetzeslage beachten. Wir kommen schon in Deutschland rum, auch im näheren Ausland. Und viele, viele Teams, die befreundet sind in der Hamburger Gegend und aus Bayern und so weiter. Also das ist eine sehr eingeschworene Community, weil es ist nicht so groß, sag ich mal, wie Paintball noch nicht. Wir versuchen auf jeden Fall dahin zu kommen. Aber destotrotz ist man untereinander auf dem Feld vielleicht ein bisschen verfeindet, klar. Ne? Aber nach Spielabbruch sitzt man zusammen am Feuer oder am Burgerbrater und unterhält sich über die besten Spielzüge. Wie viele Leute seid ihr bei Bonnier? Wir sind jetzt etwas über 55 Spieler. Was, über 55? Das ist aber echt, und die habt ihr nicht alle mitgebracht jetzt als Fanclub? Nein. Warum nicht? Die stehen alle an der Seite mit Fähnchen. Okay. So, hey, Bonnier! Wollen wir natürlich auch gleich sehen. Aber alles klar, das heißt,
da sind wir jetzt ein bisschen schlauer geworden, was Airsoft angeht. Vielen Dank dir auf jeden Fall. Viel Glück im Turnier. Gibt es noch jemanden, den du vielleicht grüßen möchtest oder irgendwas, was du erwähnen möchtest? Ja, erstmal nochmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und der Community, wie gesagt, diese Show bieten können und auch für uns selber ein bisschen mehr Lasergame spielen. Ja, grüßen möchte ich den ersten Vorstand, den Stone, der leider heute nicht dabei sein kann und echt eine geile Show verpasst, also selber schuld. Nächstes kann Mal er sich dabei. Aber als VOD nochmal ansehen. Ja, genau, das Ganze gibt es dann natürlich auch auf YouTube und Twitch und so weiter zum Anschauen, also ja, das ist keine Ausrede. Ich hoffe, er sieht den Livestream, den wir auch bei Facebook geteilt haben, fleißig, damit auch unsere Jungs und Community das sieht, was wir hier machen dürfen. Genau. Sehr schön, ja, dann danke dir und viel Erfolg euch. Ja, viel Spaß noch und hoffentlich wird das ein richtig schönes Turnier noch. Ja, ich hoffe, dass wir euch dann auch in den Playoffs sehen. Ich glaube, so. Da haben sie ganz gute Chancen. Wo wir von den Playoffs reden. Genau, wir sind jetzt oder werden gleich mit der Rückrunde starten. Das heißt, wir kommen den Playoffs ein bisschen näher. Wir werden jetzt erstmal eine Pause machen, quasi 5 Minuten, je nachdem mal schauen und nochmal ein paar Absprachen tätigen. Heißt für euch auf jeden Fall dranbleiben, weil wir haben noch den ganzen Tag bis 18 Uhr und abends mit Beleuchtung. Action, ihr könnt euch jetzt live besuchen hier auf der U in Dortmund und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder nach einer kurzen Pause.